Ja, moin und herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 40k Podcast. Ich bin Sebastian. Ich bin Benjamin. Und heute haben wir ja fast schon so ein bisschen so eine Lay-Low-Folge. Wir wollen ein bisschen in Erinnerungen baden hinten raus und uns gleichzeitig aber auch auf die nahe Zukunft freuen, denn bauen wir es mal so auf, vor fast einem Jahr haben wir mit diesem herrlichen Podcast hier begonnen und der damalige Grund war eigentlich, oder wir waren so ein bisschen getriggert von dem Alliance GT, was wir damals in Amsterdam besucht haben, und das steht jetzt wieder an. Yes. Und da machen wir uns im November auf den Weg und jetzt kurz davor, die quasi letzte Folge vor dem Turnier, bedeutet, dass wir jetzt ein gutes Jahr oder zumindest gerechnet einfach unsere erste Staffel hinter uns bringen. Ja, ist ein gutes Jahr tatsächlich. Ja, und deswegen haben wir heute quasi die Staffelabschlussfolge. Ja, also ohne 40k, nur Weihnachten und viel gut. Genau. Halloween und Weihnachtsfolge. Es ist alles Liebe. Ostern ist auch dabei. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir bringen da ein paar Eier mit. Genau, also was wir jetzt schon angesprochen haben, ist, heute haben wir ein bisschen das Vorbereitung auf das Alliance Dutch GT, wie es jetzt heißt, das im November sein wird. 160 Leute, glaube ich. Ja. Letztes Jahr waren wir auch dabei, haben gut abgeschnitten. Das war eine schöne, runde Sache. Wir haben schon Einblick auf die Listen bekommen von unseren Jungs. Und da werden wir dann ein bisschen drüber schnacken. Dann dazu schnacken wir noch ein bisschen über das TTM-Finale, was Mitte Dezember stattfinden wird. Ja. Und danach haben wir unseren kleinen Rückblick auf die erste Season. Also, ja, das ist es schon. Das ist ein bisschen kleiner, das Problem für heute. Ich habe keinen so einen Zusammenschnitt von Versprechern vorbereitet. Oh. Also es gibt einfach keine. Nee. Ja. It's all fucking we're doing it live, ne? Also ich meine, ja. Wir machen das einfach so. Ich glaube, es gab eine Folge, wo wir schneiden mussten, wo irgendwie richtig viel in den Salat gegangen ist. Das werdet ihr aber nie erfahren. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, geht's los mit Rückblick, Ausblick, Blick. Ja, wieder 3 Wochen Turnier geschehen, das gecovert werden möchte. Im Übrigen muss ich noch kurz dazwischen gucken. Wenn man so Let's Rock'n'Roll sagt, dann muss ich leider ja immer an den verstorbenen Total Biscuit denken, der immer sagte, Let's Rock and All Roll, whichever comes first. Das finde ich gut. Das mag ich. Wir schwelgen in Erinnerung heute, das dachte ich, das passt jetzt sehr gut. Ja, RIP und so. Jetzt hast du mich rausgebracht. Komm doch wieder rein. Ich komme wieder rein. Also Turnierrückblick, die letzten 3 Wochen, Haufen Turniere. Da ist jetzt quasi sowas passiert wie ITC-Wochen in der deutschen 40k-Szene. Ich habe nicht gezählt, aber mehr als jedes zweite Turnier war jetzt ein ITC Champions Mission Format, das ist neu, das ist fresh. Vor allem aber auch direkt ITC Champions Missions, ne? Also, ich hätte jetzt irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, jetzt wo es das ITC-Ding so ein bisschen anrollt, dass auf jeden Fall zumindest der Großteil der Turniere erstmal bei ITC angemeldet wird. Aber das direkt gleich Regelwerk. Ich befürchte, das Gegenteil ist der Fall. Ja, ja. Ich befürchte, dass keins dieser Turniere oder nur ein kleiner Teil bei Frontline Gaming für die ITC-Liga-Wertung angemeldet wurde im Vorfeld, aber dass halt vielleicht auch nur mal experimentell und testweise dieses Missionspaket gespielt wurde. Ja, da möchte ich auch direkt mit dem dicken Vorschlaghammer winken und schönen Grüß nach Bremen gehen, wo ich Zweiter wurde und davon nichts hatte. außer viel Spaß natürlich. Und ein schönes Turnier und all das. Ja, also das ist wahrscheinlich was diese Saison nicht mehr so richtig intensiv passieren wird, aber vielleicht die TOs für nächstes Jahr oder nächste Saison noch mehr auf dem Schirm haben können, ist den Kram dann auch entsprechend vorher ganz unkompliziert bei Frontline Gaming anzumelden. Da musst du eigentlich nur Datum, Name und Anzahl der Spieler eingeben und dann kann man danach die Scores auch übermitteln. Dann können wir dieses Deutschland-Ranking auch nutzen. Mhm. Das wäre cool. Das wäre schon ganz geil eigentlich, ne? Und dann auch irgendwie noch im Vergleich dann zu gucken, was wird denn geleistet in Anführungsstrichen dann auch im Ausland, weil wenn es relativ
die Anrechnung wird ja gleich bleiben, glaube ich, mit so und so viele Major, so und so viele RTTs und sowas. Ne? Also da kannst du ja wirklich dann die einzelnen Tabellen nebeneinander legen und mal schauen, wie viele Punkte werden wo erreicht, wie wird das da gemacht. Ich meine, das geht auch in die Europa-Vergleichswertung und so. Dann kann man halt auch sich mit den Engländern quasi vergleichen. Ja. Also das ist schon geil. Ganz nice, ganz nice. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also das ist was ich mir immer gewünscht habe irgendwie. Aber das habe ich auch schon sehr, sehr häufig gesagt, dass ich diesen internationalen Vergleich einfach großartig finde. Diese Möglichkeit, das zu haben, ist halt ein riesengroßer Vorteil, den die RTC momentan einfach hat. Goodie, das der Vorrede. Dann beginnen wir doch direkt mit dem Nicht-ITC-Champions-Mission-Turnier, dem Außenposten-Skirmish in Tuttlingen am 19.10. Das ist so ein Mix aus Chapter-Approved-Mission, wurde da gespielt auf 1250 Punkte mit 16 Teilnehmern. Dritter wurde dort Ronny Mainzer mit Space Marines. Zweiter Mario Höltke mit Harlequin und erster Sebastian Gerhardt auch mit Space Marines. Das wird sich noch wiederholen. Das wird sich wiederholen, ja. In jedem Format, in jedem Missionspaket. Da keine Listen, aber Glückwunsch, Boys. Ja, sehr, sehr gut. Weiter, 19.10. bei den Würfelgöttern. Asbelliger 1250 mit 20 Leuten wurde da geboxt. Dritter wurde Martin Brentsch mit Necrons. Emotech. Zweiter Mike Bornefeld mit Eisenhänden. Ohne es gesehen zu haben. Erster McHiefe. Siggi. Ja, sauber, Alter. Mit Borkhantau, natürlich. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich dann in nächster Zeit vielleicht einmal ein Space Marine schafft, ihn dann vom Platz 1 dazu sägen. Beim Heimspiel? In Gelsenkirchen? Ja, warum nicht? Muss ja keine Festung bleiben. Ja. Wir gucken mal in die Siegerliste rein, weil es jetzt so viel ist, denke ich mal, gucken wir uns vor allem die Siegerlisten genauer an. Da haben wir den Taujagdkader von Martin Hoschmieder. Taujagdkader. So heißt das hier. Oh Gott. Also, der spielt, wie gesagt, ein Bataillon Tau bzw. Borkhan-Septe mit Kala Fireblade, Commander, Strike Team mit Schilddrohnen, Fire Warriors mit, also das sind ja Strike Teams, ne, mit Schilddrohnen, nochmal Fire Warrior mit Schilddrohnen, also richtig viele jedenfalls. Warte mal, einmal, zweimal, dreimal. Ich kann es hier nicht genau lesen, drei oder vier. Sieht seltsam aus. Dann Daya Greg, ein Fire Strike Marksman und ein Riptide mit dem üblichen Kram. Einmal Krothunde, ein Pfadfinder-Team mit Pulse-Accelerator-Drohne und Schilddrohnen. Nochmal Pfadfinder mit Markerlichtern. Nochmal Pfadfinder mit Schilddrohnen. Nee, mit Markerlichtdrohnen. Und dann einmal Schilddrohnen. Okay. Also prinzipiell ein Riptide, der ewig lädt. Und Broadsides. Die auch. Eins, zwei. Ja, das ist AB-1250, ne? Ja. Oh ja, das hat halt unendlich viel Range, also nicht unendlich, aber eine ganze Menge Reichweite. Das tut der Sache auf jeden Fall gut und damit schießt er sich irgendwie durch das Asbellica. Also er gewinnt ja ganz häufig auch mit dieser Liste und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er damit hoch gewinnt, wenn er gewinnt. Wahrscheinlich. Das ist ja Prozentwertung und da einfach zu sehen, dass man selbst einfach stark gewinnt, um am Ende oben auf dem Treppchen zu stehen. Ja. Auf der anderen Seite, ohne da irgendwie jetzt missmutig sein zu wollen oder was Böses zu wollen, aber die Liste funktioniert natürlich auch auf den Würfelgötterplatten enorm gut. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, denn also bei uns, wir haben in unserem Club halt nicht irgendwie Platten, wo mitten in der Mitte halt irgendwie ein großer Tempel steht oder irgendwas, was Wirres. Also da sind halt einige Platten, also der qualitative Unterschied beim Gelände auf den Platten dort ist schon groß. Und häufig ist es eher weniger als zu viel Gelände. Und ja, das ist gut für Tau. Da sind ja Platten mit sau viel Gelände drauf. Das ist nur nicht 8. Edition Gelände. Genau. Also wir spielen ja mittlerweile, sieht man ja auch auf den Streams manchmal, auf total abstraktem Ruinengelände, was eigentlich sehr klare
Ails meistens sind und ein bisschen Area-Terrain versuchen wir wieder ein bisschen mehr reinzunehmen, aber eigentlich ist es sehr abstraktes, abstrahiertes Gelände. Es gibt halt diese vier kleineren Lost-Blocker in den Ecken und zwei größere in der Mitte, so jetzt ungefähr, ne? Das ist ja nicht immer das gleiche Setup, aber so. Ja. Und das schafft einfach eine Spielumgebung, die, die eigentlich mittlerweile mehr oder weniger Standard ist, ja, die man auch auf den größeren Turnieren erwarten kann. Das ist halt einfach nicht überall so. Genau. Aber meine Listen baue ich halt für so ein Gelände, weil ich es irgendwie, weil wir damit auch üben, so zum Beispiel. Genau. Und der ist es halt immer noch die Regel. Ich weiß gar nicht, ob die das bei den Würfelgöttern machen mit untere Etage ist blickdicht zum Beispiel. Ich meine, als ich da gespielt habe, war das nicht so. Und das tut natürlich auch noch seinen großen Teil dazu. Also Gelände ist halt wahnsinnig wichtig und Tau mit großer Reichweite hat natürlich dann wirklich, hat auch schon ein bisschen den One-Up. Nichtsdestoweniger muss man natürlich das auch erstmal schaffen, so konsistent das Ding nach Hause zu fahren. Das macht man nicht nur, weil man eine gute Liste hat, sondern weil man das ganze Ding auch beherrscht. Also damit möchte ich hier wirklich niemanden irgendwie sein offensichtlich vorhandenes Können malig machen oder absprechen. So. Ja. Ganz kurzer Blick hier vielleicht noch in die Iron Hands Liste, die Zweiter geworden ist von Mike. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem Nerf war, aber das sieht so aus, dass man auf 1250 Punkte hier den Eisenfati, Leutnant, Intercessor, Scouts, Tacticals mit Heavy Boulder, dann einmal Graf, Devastator Squad, ein Eliminator Squad, ein Relic Leviathan und ein Stormhawk Interceptor und ein Droppod für die Graf Boys reinbekommt. Das ist echt viel Zeug. Und das ist das Schlimmste aus allem quasi. Ja. Das braucht, also ist eigentlich egal, ob das vor oder nach dem Nerf war, weil das Einzige, was jetzt irgendwie von dem Fünferretter auf Autos profitiert hätte, war, wenn der Leviathan mit dem Viererretter und der Stormhawk, okay. Der Rest ist quasi dafür egal. Auf der anderen Seite ist das jetzt eigentlich sogar ganz geil, wenn du relativ infanterielastisch spielst, da dann jeden am Fünferretter rumlaufen zu haben. Ja, für Infanterielisten ist das großartig. Jo, aber es sind halt nicht viele Modelle. Ne? Also auf der anderen Seite muss man sich dann auch wieder fragen, was dann der Return on Invest ist. Sagen wir es mal so. Wenn du alles tötest, ist das egal. Wohl ja. Mal. Dann zum nächsten. Auch am 19.10. in Dortmund bei den Pfadfindern dort wurde ITC gespielt. 1750 Punkte, 28 Menschen. Dritter wurde der Benjamin Oberbörsch laut T3 mit Drukari. Zweiter Christian Breuer mit seinen Orks. Und erster Florian Schmidt mit Deathwatch. Die Listen sind wohl im BCP. Das haben die Jungs auch gesagt. Ich habe da einfach keinen Zugriff drauf. Vielleicht sollten wir da dringend mal... Also wenn das mehr genutzt wird, irgendwie in dieses... Ja, ich meine... Die wohlverdienten 5 Euro reinschmeißen. So, das ist ja, genau. Ich glaube, das kann man einfach mal so machen, weil A, haben wir sowieso schon mehrfach angesprochen, dass sich das lohnt. Ja, und dann lohnt sich das auch für uns. Dann lohnt sich das sicherlich auch für uns. Demnach selbst ins Bein geschossen in diesem Moment. Sorry, Boys. Aber weitermachen. Beim nächsten Mal werden wir das dann aufgreifen. Ja. Voll versprochen und so. For real. Love. Stopp. Es liegt schon am Boden. Dreht es nicht noch. 26.10. war ein Call to Arms in Berlin. 14 Menschen, kleine Listen. Dritter wurde Sebastian Fromm mit Orks. Zweiter Christopher Schade mit Marines. Erster Nils Scheer mit Marines. Marine. Ja, Nils ist auch gar nicht so schlecht, ne? Nee, also muss ja auch mit Marines muss er noch gewinnen, aber... Aber was ich halt cool finde, ist, dass halt auch ein Veteran wie eben der Nils zu so einem Format dann aufschlägt. Ja, wenn du 40k spielen kannst, machst du es doch auch. Weiß ich nicht, also ich setze mich jetzt nicht jedes Wochenende ins Auto, um irgendwo hinzugurken. In Berlin. Ja, auch da hat man mal den einen oder anderen längeren Weg, ne? Immer vom West nach Ost, dann noch durch die Mauer und der S-Bahn. ja, wie dem auch sei, Glückwunsch. Auf jeden Fall, Glückwunsch. 26.10. erstes Anhalt-Battle in Dessau. Ars Bellica 1250. Der 14 Sau. Teilnehmer schlugen sich. Da hast du Infos? Ja, da habe ich Infos. Jetzt muss ich nur gucken. Genau, das war der Patrice. Genau, der hat mir da was geschickt.
Der hat die Top 3 Listen geschickt, in variabler Reihenfolge, so wie ich das hier jetzt gerade sehe. Warten wir doch mal, bis hier irgendwas lädt. Soll ich Musik summen? Summ mal. Mag ich nicht. Oh, schade. Ich glaube, jetzt habe ich den dritten Platz. Das sieht aus Panne. Ja, das ist Astra Militarum. Nee, also Panneke ist erster geworden. Ja, dann ist das ja hier schon mal alles durcheinander. Das ist ja hervorragend. Erster Platz, also, doch, Pascal Panneke, ja. Ja, okay. Genau, den ersten wollen wir uns angucken. Den dritten kann ich ja mal sagen, Patrick Sebastian mit voraussichtlich Elder, zweiter Stefan Thiele mit Marines und erster Pascal Panneke mit Imps. Genau, mit Imps, jawohl, so sieht es nämlich aus, 250. So, da haben wir es, ein Battalion Detachment. Kadiana. Hat einen Company Commander dabei. Dann hat er Pask mit dabei. Dann hat er einen Tank Commander mit Punisher Gatling. Das sieht aus wie 3x10 Infanteristen. Dann hat er eine Eversor-Assassine. Wird er wahrscheinlich eingekauft haben. Ein Platoon Commander, Veteran. 5 Veteranen, okay. Okay, mit Plasma. Plasma, jawohl. Ein Scout Sentinel, einen Basilisken, noch einen Lehman Russ mit Plasma Cannons, Last Cannon, Battle Cannon. Mhm. Und eine Vulture. Interessant. Ja, aber das ist eine gute Ars Bellica 1250 Liste, oder? Also von allem was dabei, runde Sache. Ich verstehe nicht, wie die 5 Veteranen funktionieren. Weil ich keinen. Stecken die irgendwo drin? Sind die in einem Auto? Keine nee, genau, Auto. Das ist das, was ich nicht verstehe. Oder ich sehe die Karre einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hatte die ja zugekauft irgendwo. Aber das sieht mir nicht so aus. Ja. Keine Ahnung. Weird. Aber hat ja anscheinend funktioniert. Und eine Eversor-Assassine irgendwie hier mit aufgelistet. Das ja, wird wohl bedeuten, dass er die einfach per Stratagem reingeholt hat. Ja, aber ich meine, so eine Vulture, das ist schon immer gut. Ein schöner Lean Russ, ein Tank Commander sowieso. Also das ist schon wieder mal solides Schießen. Das auf dem Level können die das, die Astras. Ja, weil nicht so viel zurückschießt auch. Ne? Da ist T8 einfach viel wertvoller. Ja. Weil man sich halt nicht leisten kann, so viel Melter und Laserkanonen und Gedöns mit einzupacken, weil dann bei 1250 musst du noch viel überlegen, ob du nicht Boys Before Toys machst. Oder du solltest dich eher an die Regel halten. Lieber mehr Typen, statt irgendwelche Spielzeuge mit einzupacken. Und das ist halt so das Problem. Auf höheren Punktekosten kannst du das halt anders verteilen. Aber hier ist es so, dass Astra Militarum deswegen scheint, weil die haben Boys, Name Infanteristen, haben einige Leutchen dabei, die man erstmal totschießen muss. Und dahinter stehen dann noch einige T8-Chassis und Flyer. Und ein schöner Basilisk, der über die nächsten 2 Tische schießen kann, ohne was sehen zu müssen. Das macht Druck. Das macht Druck. Glückwunsch an alle. Jo. Dann auch. Und danke fürs Übersenden der Listen, Patrice. Sehr gut. Genau, dankeschön. Dann geht es nach Bremen. Das zweite ITC-Turnier dort. 12 Teilnehmer schlugen sich. Dritter wurde der Christian mit AdMac. Oh yeah. Zweiter unser Panzer Mike mit Ridders und gewonnen hat der Sven Scheuer Riot mit einer Raven Guard Liste. Die wollen wir doch auch mal kurz angucken. 2000 Punkte wurden da gespielt. Das ist hier. Und zwar spielte er Raven Guard nicht Successor Chapter, sondern tatsächlich direkt dann als Relikt Master of the Trifold Path. Das klingt sehr nach Elder, aber ich glaube, ist es aber nicht. Naja, also wir haben ein Captain mit Chapter Master Upgrade in Phobos Armor und dann eine Brigade. Was kostet der Clown eigentlich? Der kostet 99 Punkte scheinbar. Das ist doch behindert. Nun. Also, wir haben hier einen Kaplan, einen Chapter Master, einen Lieutenant, dann, also es ist eine Brigade, ne? Zweimal Intercessors, 1, 2, 3, 4, zweimal Scouts mit Sniper und zweimal Tacticals mit
einer Last Cannon drin, jeweils. Dann 2x6 Aggressors, die man direkt ins Gesicht stellt, brutal. Ein Venerable Dreadnought. Venerable. Dann 1-2-3-mal Suppressor Squads mit je drei Leuten. 1-2-3 Eliminator Squads mit je drei Leuten und Last Fusils. Ja, das sind die Laserkanonen. Die sind so gut, ey. Und eine Donnerfeuerkanone. Die sind so billig. Ja. Für das, was sie machen. For the low, low price of, what, 97? 92 ne? Punkte. Also. Mit einem Tech Marine dabei. 2 Euro so und so. Ja. Das ist angelehnt an das, was wir jetzt schon, also zumindest hier im deutschen Raum öfter gesehen haben, was so Bell zum Beispiel gespielt haben oder auch Bellmann, diese Suppressor Eliminator Focus, weil das einfach unglaublich gut schießt, das hier jetzt aber ohne Master Artisans, sondern als Raven Guard, das steht halt dann direkt im Gesicht, 2x Aggressors, stellst du irgendwo, ne, auf diesen 8. Edition Platten irgendwo außer Line of Sight, in die Mitte vom Feld ja. Und bist halt sofort da und schießt. Und genau, das brauchen die auch 18 Zoll an die, ne? Ja. Ja. Ah, das ist schon richtig. Ja, das wird schon richtig brutales Zeug, ey. Ja, und die Suppressor stehen halt hinten und schießen alle Autos kaputt, so nach und nach. Und die plingen, also ne, das ist halt echt, das ist viel, viel Damage, der über die Zeit kommt, weil die sind nicht dein Primärziel einfach. Die schießen einfach die ganze Zeit. Du hast so viel im Gesicht, dass du dich um die nicht kümmern kannst. Die Eliminator sind Bombe. Ja. Die schießen halt auch Autos kaputt und alles und ja, machen die einfach. Thunderfire Cannon ohne geht keiner mehr aus dem Haus und der Rest ist halt viel Infanterie, ne? Und dann haben die ja noch diese Sniper-Geschichte, Mortal Wounds auf die Fünfen und so. Da hat er fast noch dünn gebaut, hier mit 2x Sniper Scout Squads. Da könnte man ja auch noch voll drauf gehen. Naja. Aber das ist eine schöne Liste. Würde ich gern mal gegen spielen. Ja, sei es nur zu Trainingszwecken. Ja. Weil das ist halt wieder ein, oder das ist ein weiterer Ansatz von den Space Marines und das macht das Buch halt momentan so, so unglaublich stark, dass du, wenn du ein Spiel gegen Marines auf dem Zettel liest, du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt aber, dass du richtig in den Arsch getreten werden kannst. Die Bandbreite, die mittlerweile ja. Aufs Feld bringen können, da ist einfach jede Einheit gut, wenigstens gut und unter den dann darauf gegebenen Umständen, also welche Traits packe ich mir ein, excellt das Ganze, wird es einfach nochmal wesentlich besser, dann in der Kombination mit Stratagems, mit anderen Einheiten. Das ist so unglaublich stark und das zeigt sich halt auch momentan in den Daten, gerade was wir bei 40k Stats sehen, dass Marines da momentan einfach ja. Einfach richtig gut unterwegs sind und das, aber das Spannende und Schöne dabei finde ich halt, dass es so viele verschiedene Listen sind. Ja, genau, in der Vielfalt. Also es ist nicht so, dass das eine Konzept alles wegballert, sondern es ist in der Vielfalt ja. Eine gute Armee. Also es sind viele gute Armeen mit verschiedenen Konzepten. Genau. Die sich auch alle wirklich verschieden unterschiedlich spielen lassen. Es ist halt ein Unterschied, ob du irgendwie White Scars Melee-Kram spielst oder Iron Hands Flyer Spam oder weiß der Geier was. Es ist halt ein großer Unterschied. Auch für einen selber. Man kann sich, jeder, der eine Marine-Liste zu Hause oder der Marines zu Hause hat, kann sich momentan irgendwie, wie will ich Marines spielen? Ja. Und daran kann er sich dann einfach, nimmt sich das Buch und sagt, die und die Einheiten habe ich und das spiele ich ja so und das wird schon in Ordnung sein. Ja, das wird es tatsächlich. Irgendwas davon wird funktionieren. Goodie. Dann 26.10. Also erstmal Glückwunsch an Sven und die anderen. Jo, Sven, sehr schön. 26.10. in Schopfheim, Nova Core. Da wurde tatsächlich TTM gespielt. Fast ein Exot in diesen Wochen. Ich muss mal googeln, was Schopfheim ist. 24 Teilnehmer. Das ist, ich sag das immer, wenn ich einen Namen nicht kenne, aber ich glaube, das ist in Dreiländereck. Von welchen drei Ländern denn? Hessen, Rheinland-Pfalz, nee, das ist, glaube ich, da Schweiz, Frankreich, da unten die Ecke. Ja, aber ist da unten bei Basel. Ja. Ja, und Lörrach. Ah, Lörrach, ja, okay, alles klar, nee. Das ist nochmal südlich von Freiburg. Das ist halt wirklich kurz vor der Schweiz. Ja, und so international war auch das Podium besetzt. Dritter war Martin Guyen. Ich glaube, der kommt aus der Schweiz mit Imperial Fist. Ah, Martin Nien.
Ich weiß doch nicht. Da bin ich nicht so, dass ich das weiß, wie man das spricht. Tobias Stebner wurde Zweiter mit Marines. Raven Guard speziell. Oh. Und Erster wurde Stefan Arnold mit Iron Hands. Das sage ich so, weil da eine Frankreich-Fahne neben war. Oh. Arnold? Wie französisch von dir. Ja, aber das ist doch auch nicht schlecht. Also Iron Hands, dann Raven Guard. Ja, also alles Marines so. Ja. Eisenhände. Das ist ein Problem Graben, für sich. Wache und imperiale Fäuste. Und ja, aber halt alle drei anders, ne? Das ist schon cool. Und die Siegerliste gucken wir uns an. Vom Stefan. Leider ist das Internet gerade langsam. Ich gehe währenddessen ein bisschen einkaufen. Ich glaube, ich muss noch irgendwas für Marines haben. Tacticals sind gut, ne? Tactical Marines. Ja, die sind auch günstig, immer. Ja. So, also hier, ja, Stefans 100 Euro. Liste. Iron Hand. Und zwar Libby, Leutnant, Intercessors, dann ein Contemptor Mortis Dreadnought mit Laserkanonen, noch ein Contemptor Mortis Dreadnought mit Laserkanonen, dann weiteres Bataillon, Eisenhände, ein Chapter Master in Gravis Armor, der Eisenstein, ein Tech Marine, Tacticals mit... Und nichts weiter. Tacticals. Siehste? Ja, kauf sie mal. Lol. Dann Dreadnought mit Raketenwerfer und Lars Cannon. Und ein Redemptor Dreadnought mit allem, was er hat. Und noch ein Redemptor Dreadnought. Dazu ein Relic Sicarion Battle Tank. Und, oh Gott, da kommt immer noch mehr. Und drei Thunderfire Cannons. So, mal ganz kurz eben, ich stelle mir kurz das Backfield vor. Da sind drei Thunderfires. Ein dicker Panzer, 1, 2, 3, 4, 5 Dreadnoughts und der Rest ist Boys zu Fuß. Ja. Und einen von den Panzern wirst du halt nie mal, einen von den Dreadnoughts wirst du halt nie anvisieren, weil der Charakter, ja, der Charakter ist, genau. Und einer halbiert immer den Schaden und auf irgendwas ist noch der Eisenstein, wahrscheinlich auf dem Sicarion. und die ganze Infanterie hat halt ab, also in Runde 1 auf jeden Fall, wenn du jetzt mal ersten Zug haben solltest, aus Versehen, ein Fünferretter an. Was diese Liste nicht hat, im Vergleich zu vielen anderen, was wir sehen bei den Marines, ist Forward Deployment, also irgendwas Infiltrierendes, Scouts, Eliminators, Invictor Warsuits. Das ist also eher eine klassische Ballerburg und dafür ist der Screen ganz schön dünn. Also die Liste, wenn die gegen bestimmte schnelle Konzepte nicht anfängt, ich sag mal, jumpende Orks oder irgendwas Rushendes wie Genestealer oder dein Kram, dann ist die auch ganz schön schnell auf dem Hinterfuß und verliert halt Feldkontrolle. Ja. Und der Output der Autos ist halt auch eher Qualität. Da ist nicht so viel Dacker drin. Das kommt dann eher von der Infanterie und die ist halt und von den Redemptor Dreadnoughts, Verzeihung. Doppel Heavy Onslaught Gatling Cannon. Naja. Also das schießt schon ganz gut. Meine Kritik daran wäre, glaube ich, dass sie sich schnell reindrücken lassen kann. Ich sehe ehrlich gesagt aber den. Also ich sehe die Tactical Marines. Aber ich bin halt nicht der allergrößte Fan vom Irons, vom wie hieß das, Rites of Tempering, ne? Mit dem Fünferretter. Ja, genau, das war die Fähigkeit vom Eisenvater. Eisenvati. Genau, und das nur auf Infanterie finde ich halt jetzt gerade auch bei Tactical Marines auch nur so, ja. Ja, das meiste, was da drauf schießt, hat eh nicht. Minus 3 oder 2, ja. Also das ist halt so die Sache, ne? Eine Fünferhose haben die eigentlich immer. Ja. Weil ich schieße ja nicht mit Lasercannon oder mit Meltern. Ich meine, wenn du Harlequins bist, okay, dann hast du halt Pech. So. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht. Aber der Typ ist halt an sich eine richtig harte Nummer, ne? Der braucht auch eigentlich mal ein paar Punkte oben drauf für das, was der noch mitbringt. Der ist ganz schön günstig, ja. Jetzt immer noch. Aber nichtsdestoweniger, good job, Boys. Ja. Das war Schopfheim und ab nach Duisburg. Dort wurde ITC gespielt, 17,50 Punkte, 12 Menschen. Dritter wurde dort Pascal Banse.
Jetzt habe ich die Armeen gar nicht dahinter geschrieben, ich fauler Hund. Zweiter Christian Breuer mit Orks, denke ich, der spielt irgendwie immer Orks. Und erster Adrian Würuth. Und da gucken wir auch in die Liste. Und zwar ist sie hier. Das sind auch wieder Rabenvögel. Und zwar ein Bataillon. Also das ist ein Raven Guard Successor mit Stealthy und Long Range Marksman. Die klassische Kombination. Passt irgendwie auch zu denen. Also, wir haben hier einen Captain mit einem Donnerhammer, dann einen Tech Marine, einmal Infiltrator, die sind so teuer, aber gut. Ja. Doppelscouts ohne Snipergewehre, dann ein Centurion Assault Squad, 1, 2, 3, 4 Centurions, ein Relic Leviathan, eine Thunderfire Cannon und noch ein Bataillon, noch ein Captain in Phobos Armor, ein Leutnant. Scouts ohne Snipe-Gewehre, einmal Eliminator und noch ein Relic Leviathan Dreadnought. Ui. Also wir haben zwei Dreadnoughts und eine Donnerkanone und ganz viel Infanterie und dann halt die Assault Sands, die der große Threat sind. Ne? Die sind mir, ich kann die jetzt überhaupt nicht beurteilen. Ich sehe die jetzt öfter in den Turnier-Streams und so, aber mir sind die persönlich noch nicht begegnet. Ich stelle mir das irgendwie schlimm vor. Ja, die drehen halt alles. Also alles, was irgendwie so halbwegs Qualität hat, drehen die halt auf links. Ne? Die sind auch spottbillig. Ich muss mal den genauen Preis machen. 208 für 4 mit Hurricane Bolter und Doppelflamer. Ja. Solide für das Geballer, was sie haben. Aber das sind doch die normalen Senses, keine Swords. Ja, also das ist, was hier steht. Wahrscheinlich haben die noch irgendwelche Fäuste. Also, wenn wir nachher über meine Liste reden für Amsterdam, ist halt auch so Centurion-Kram, ist dann schon ein Thema. Steht definitiv auf dem Blatt. Da muss ich mir wesentlich mehr Gedanken machen, als ich bisher getan habe. So, kann man die nicht einfach erschießen? Möglicherweise kann man das sogar. So, du recherchierst, ne? Centurion Assault. So, Flamer. Ja, Siege Drills haben die halt von vornherein mit dabei. Und das ist ja auch das, was die dann irgendwie so richtig, richtig mies machen. Ne? Stärke 10 minus 4, 3 Schaden. Moin. Ja. Jeder 3 Attacken, beziehungsweise Sergeant 4. Oh, und dann gehen die Chargen noch eine dazu. Und dann gehen wir mal lustig auf die Jagd. Ja, und nebenher ballern die halt auch noch wie die Bescheuerten, ne? Ja, und machen gutes Abwehrfeuer. Also das ist schon das Total Package, ja. Zwei Hose, 4 Leben jeder. Läuft. Da kann man sich mal drauf einstellen, dass die gerne irgendwo im Cover abhängen, bis deren goldene Zeit kommt, dann raustreten und dann ein bisschen eskalativ werden. So würde ich es auch machen. Ja. Gut, also, schön, Glückwunsch. Glückwunsch an alle. Dann haben wir wieder Sonntagshammer in Leipzig. Ein TTS-Turnier dort. ITC 1750. 10 Menschen. Und da ist Dritter geworden Mathieu Deville. Zweiter Jakob Laukner. Und Erster der Stefan Thiele. Ja. Ich habe keine Listen. Hast du da was? Ja, guck an. Ich weiß gar nicht, ob ich Listen habe, aber Stefan hat mir zumindest gesagt, wie es auch noch. Ich habe, was hast du gesagt? Erster ist Stefan geworden. Ja. Dann reden wir auch über Stefans Liste. Du ahnst es nicht. Der hat gespielt Ultramarines Battalion und hatte dabei einen Lieutenant. Dann hatte der Maneus Kalgar als Warlord. Schön, Mr. Doppelfist. Mhm. Scouts, Packet Aggressors, ein Relic Whirlwind Scorpius, ein Relic Leviathan Dreadnought, eine Thunderfire Cannon und ein Whirlwind. Nice. Ja, da bleibt halt nicht viel über, wenn man Mr. Kalgar einpackt. Der kostet halt also selber auch schon mal richtig viel, 200 Punkte, bist du dabei, ne? Der macht Rerolls bis Mappen, ne? Ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was seine aktuellen Regeln sind. War der nicht so der Mini-Gulliman, bevor Gulliman genervt wurde, also der irgendwie volle Rerolls to Hit, aber das macht ja mittlerweile auch jeder Otto. Ja, das macht jetzt halt jeder Arsch, der ein Chaptermaster ist, ne? Ja, also deswegen bin ich überrascht, dass man den einpackt, aber der schlägt auch ganz gut und so. Ja, zwei Fäuste, ne? Oh, bock.
Das kann er wohl ganz gut. Schelle links, Schelle rechts. Vielleicht mochte Stefan aber auch einfach nur das Modell. Das kann ja auch immer sein. Hat ja schon was sehr Eigenes. Gut. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Und auch dort nochmal vielen Dank fürs Übersenden der Listen. Sehr, sehr gut. So wollen wir das haben. Ja, und wir kommen in den November. Erstes November-Wochenende in Solingen wurde auch ITC gespielt. 16 Teilnehmer bei einem, man höre, Invitational-Turnier. Oh lala. Und da habe ich leider auch keine weiteren Listeninfos. Aber gewonnen hat auch der Adrian Willruth. Wahrscheinlich, da das eine Woche später war, mit einer ähnlichen, vergleichbaren oder sogar der gleichen Liste, die wir eben durchgegangen sind. Möglicherweise, ja. Oder halt mit Harlekin. Man weiß das nicht. Auch am 2.11. Außenposten-Skirmish Tuttlingen. Wieder. Jetzt monatlich. 12,50 Punkte Eigenbaumissionspakete bzw. Chapter approved. 14 Leute. Da wurde Dritter Yannick Sauter mit AdMac. Zweiter Michael Schnepf mit Nitz. Und Erster, du sprichst das jetzt aus. Ich kann das offensichtlich nicht. Was für ein Problem? Also Martin Nguyen. Nguyen, jetzt kann ich es auch. Mit Marines. Kann und natürlich auch sein, dass es einfach deutsch ausgesprochen haben will, dann wäre es Nguyen. Ja, so habe ich es ja versucht. Das war ja nicht aber richtig. Aber das ist im Normalfall eigentlich nicht so. Das war nochmal Nachfrage. Martin, hey, schick mal eine Sprachnachricht. Ja. Irgendwohin. Einfach mal in den Äther. Die kommt schon an. Wenn es sein soll, wenn das Schicksal ist und will, das Universum, dann will sie uns finden. Wenn das Universum will, dann ja. Ja, ich habe keine Listen, aber auch das habt ihr wieder gut gemacht. Glaube ich. Ja, ich gehe davon aus, dass die ersten drei werden es auf jeden Fall gemacht haben. Ja. Dann war Warhammer in Aschaffenburg, ITC 2000 Punkte. Als ich gestern meinen Kram aufgeschrieben habe, waren da noch keine Ergebnisse. Ich guck gleich mal, ob da noch was gekommen ist. Auf jeden Fall 2.11. auch Bedburg Ars Bellica 1750 wurde da gespielt, exotisch. Da ist Timo Hütten Dritter geworden, Zweiter Marcel Wipprecht und Erster der Christian Breuer, den wir jetzt in jeder Folge mindestens 8-mal nennen mittlerweile. Ich wollte gerade fragen, hast du keine Hobbys, aber es ist offensichtlich, dass er ein sehr großes hat. 40k etwa. Ja, also scheint so. Ja. Ruf doch mal an. Christian. Genau, und der auch. Alle. Sebastian hat so viel Zeit, der möchte telefonieren. Ja, genau. Neben dem ganzen Gemahle, da lässt sich ganz gut telefonieren. Ja. Ich habe auch da keine Listen gefunden. Ich weiß aber, vielleicht kann ich auch mit der Aspellica-Website nicht umgehen. Da gibt es irgendwie ein halt Forum anmelden, für Armeelisten. Ja, das habe ich. Also da gibt es ein Forum für Armeelisten, aber da ist nicht alles drin. Und dann, manchmal haben die so geile PDF-Dokumente irgendwie generiert, aber die finde ich nicht. Und ja, okay. Zeig mir den Weg, liebe Ars Bellica Website-Verwalter, Hilfe. So, weiter. Oder habt ihr BCP benutzt und wir sind einfach zu weit hinten in der Technik? Gut, weiter nach Blumberg. Auch dort wurde ITC experimentiert zum ersten Mal. Da schlugen sich 26 Menschen die Köpfe ein, mit Miniaturen offensichtlich. Dritter wurde Manuel Schweiger mit Riddern, Zweiter der Michael Wiesheu mit Eisenhänden und Erster Peter Peer mit Elder. Und das finden wir ja schon hinreichend. Was ist denn Elder? Elder sind diese Pointy Ears, Leute. Kenn ich nicht. Ja, und jetzt habe ich den Link da nicht reinkopiert und brauche ein kleines Sekündchen. Das geht aber ruckzuck. Ruckzuck, ja, währenddessen kann ich mich entschuldigen, weil ich vorhin anscheinend gepennt habe oder mir fast sicher bin, dass ich gepennt habe. Und zwar in dem Moment, als der Benny sich um das TCS in Saar, das Nummer 6 auf der Saarcon, gekümmert hat. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach eine Woche vorher war. Da möchte ich denn nur nochmal anmerken, Marc, danke, dass du die Listen geschickt hast. Nächstes Mal denke ich dran und dann wird das auch alles, gehen. Alles gut. Aber TCS haben wir gar nicht gecovert. Was? TCS hatten wir? Dann das TCS, das hatten wir nicht. Nee, dann vielleicht ist auch einfach zu weit zurückgedreht, die Zeit. Ich habe mir das hier nur als Notiz gemacht. Kann das sein, dass wir das in der letzten Folge schon hatten? Ich glaube ja. Möglich. Trotzdem, Marc, danke. Ja. Toll. So, zurück zur Eldari.
der gute, na, wie hieß er? Peter. Peter Peer, hart gespielt, Eldari, Alaytok, Old School, mit Autarch, Skyrunner, Farseer, Skyrunner, Warlock, Skyrunner, dreimal Ranger, und dann einmal Harleys, mit Shadowseer, Deathjester, Solitaire, einmal, zweimal, dreimal Skyweaver. Und da kommen wir der Sache nämlich langsam näher. Und dann noch drei Crimson Hunter Exarchs. Das ist eine Liste, die wir jetzt öfter sehen werden, tatsächlich. Der Elder Flyerwing und Harlequin Bikes. Das ist eine ganz nice Sache. Haywire, ich meine, das kam halt auf als Extremkonter gegen die Iron Hands ungenervt und hat sich da Chancen ausgerechnet. Harley Bikes sind gut. Tolle, mobile, output-starke Einheit. Drei davon. Hast du auch lange sehr, sehr viele von gespielt. Ja, drei davon sind halt ein super Threat. Zwei kann man immer ganz gut buffen, den einen verstecken oder so. Ohne Doom nicht mehr der Schrecken aller Fahrzeuge und hat halt die große Schwäche dann gegen Tau oder gegen Nitz oder irgendwo, wo du gegen Monster läufst oder Battlesuits, dass du dann halt irgendwie verpuffst. Aber im Space Marine Meta, also die machen halt Stärke 4 minus 1 mit haufenweise Schüssen, das ist gut gegen Marines, also ist nicht schlecht gegen Marines und super gegen Marine Autos. Und es kann Flieger noch chargen. Also diese Liste haben wir dann, wir sprechen ja noch über Amsterdam nachher, die sehen wir da auch öfter. Nicht ganz so extrem, aber diese Flyerwing und Skyweaver. Ist ein Muster. Ich glaube ja immer noch, dass man irgendwas mit Battlesuits an sich machen muss. Ob man das jetzt irgendwie bei Monstern einordnet oder bei Fahrzeugen, aber das muss man irgendwie regeltechnisch nochmal auf die gleiche Höhe bringen. Das ist irgendwie komisch, dass die grundsätzlich von Dingen einfach ausgenommen sind, wo es nicht viel Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Wie Sachen, die Rerolls gegen Monster und Vehicles haben, aber nicht gegen Battlesuits. So, zum Beispiel. Ja. Gut. Glückwunsch an Peter, Michael und Manuel. Ja. So, jetzt haben wir hier der Vollständigkeit halber noch das gute Planetics Overkill. Yes. Schneemus-Turnier hier, das Tag-Team-Turnier in Oldenburg. Einfach nur des Fames wegen gewonnen haben dort der Sebastian Mark, der Lys und Sven Schauer mit Marines und Orks respektive und haben sich da den Pott geholt. Glückwunsch. Die Hunde. Den Pott hatte ich auch schon mal. Der ist schön. Voll gut. Ja, Glückwunsch auch. Das hast du einfach mal so ganz nonchalant gedroppt. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe das auch schon gewonnen. Mit deinem S6 am Flughafen vorgefahren. Und genau, ich mache halt so Dinge. Ne? Ich fahre so ein Turnier und dann werde ich halt erst dann rede ich drüber. Ein Turnier haben wir ja noch. Und zwar das, jetzt habe ich hier schön Vollmond, nicht genau, 6. Mannheimer 40k-Turnier, das haben wir noch. Da habe ich mir das durchgerutscht. Möglicherweise, 1500 Punkte waren das. Das ist aber am 3.11. auch gewesen. Das kann natürlich einfach sein, das ist ein Sonntagsturnier, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Aber da habe ich die Liste vom Patrick Philipp bekommen, der ist dann nämlich Erster geworden. Aha. Und Zweiter war Bernhard Zinn mit Tau und Dritter Mirko Eichner mit Death Guard. So steht es zumindest im T3. Das kann also eigentlich auch alle Space Marines sein. Aber die Siegerliste 1500 Space Marines, hört es euch an. Es sind die Eisenhände und hat er gespielt hat ein Battalion Detachment mit Primaris Lieutenant, Tech Marine, Intercessors und zwar ein ganz großer Trupp mit 7, mit 8 Dudes, okay. Dann noch ein Scout-Trupp, dann Aggressoren, Tactical Warsuit, Relic Contemptor Dreadnought und dann ein Heavy Support mit ein ganzer Devastator Squad mit Cherub und haufenweise Graf Kanonen, ein Eliminator Squad und ein Repulsor Executioner und noch ein Drop-Pod dazu. Nice. Also das ist halt irgendwie das Verrückte, wenn ich so eine Space Marine Liste sehe, dann ist das wirklich irgendwie ja einmal die Einheit und einmal die Einheit und einmal die Einheit. Also auf 1500 auf jeden Fall und auf 2000 hast du dann halt die besten davon gedoppelt oder gedreifacht. Genau, ja, also was heißt denn die besten? Auf jeden Fall die, wo du willst, dass die liefern. Ja, die dein Konzept bedienen oder was auch immer. Wir haben wenig Centurions gesehen, ich bin überrascht. Ja. Das kommt wahrscheinlich jetzt noch, also das ist in den Staaten auf jeden Fall schon dick. Aber auch nur bei den hohen
Punktzahlen. Also auch nur bei den 2000ern. Ne? Ich glaube, vorher sind die auch nicht so das Wahre. Also wenn du jetzt, sage ich mal, so eine 1250er Liste hast, zu dem, was wir jetzt an Astra Militarum auch gesehen haben, da kannst du gar nicht so viele einpacken, dass es am Ende irgendwie richtig geil wird. Mhm. Und was wir auch nicht viel gesehen haben und was sicherlich auch noch mehr kommen wird, sind Marine Flieger. Ja, oh. Aber dazu wahrscheinlich auch später mehr. Ja, nicht nur wahrscheinlich. Du hast ja schon. Du bist ja schon am Schwitzen, wenn man nur Flyer sagt. Ja, da wird mir ganz anders. So, zu Recht. Alles klar, das war der Rückblick auf die Turniere in der letzten Woche. Ja. Und dann gucken erstmal nochmal Glückwunsch an all die Leute. Ja, das schön, dass ihr 40k spielt. Schön, dass Leute Turniere orgern. Das ist, weil sonst könnten wir keine Turniere spielen. Das sind immer Leute, die selbst auf Spielen verzichten. Ja, oder halt auch nicht und einfach mitspielen und gewinnen oder so. Kann man ja auch machen. Auf jeden Fall ist das schön. Ja, so, das waren wieder 3 Wochen 40k. Viele Leute haben viele Dinge gewonnen. Ja, absolut. Gucken wir einmal ganz kurz in den Rest November rein. Wir haben dort nochmal ein dickes Ding in Leipzig, die 14. Sachsenmeisterschaft. Jetzt am Wochenende, da sind 40 Plätze. Das wird bestimmt voll. Wieder ein kleines Call to Arms oder ein kleines Call to Arms in Berlin. 11. TTS Cup. Ich weiß nicht, was die diesmal spielen. Ich guck mal kurz. Vermutlich 40k. Ja, danke. Ja. Sehr hilfreich. 1250 Asbellica dort in Leipzig. Dann Ratisbona Classic, das ist ja auch das kleine Format dort. 48 Plätze, völlig krass. Irre. Gut. Irre. Voll gut. Ja, und dann haben wir hier noch irgendwie Kaiserslautern Asbellica, Langenfeld Asbellica 1750 und ein süßen kleines AB-Turnier. Also haufenweise Asbellica ist hier am Laufen. Dann haben wir nochmal ein ITC 1750 in Leipzig, der 13. TTS Cup und dann nochmal ein TTM, also die Sachsenmeisterschaft ist auch ein Tabletop Masters Turnier. Eins der 2 letzten größeren, die noch ins Finale oder für die Liga-Wertung zählen. Dann das GIMP-Tournament ist auch eins am 24.11. in Berlin. Da sind 42 Startplätze, da kann man sich auch nochmal richtig Punkte holen. Ist das ein 2-Täger? Frage ich mich gerade. Nö. Berlin immer noch TTM-Land, ne? Ja, Berlin TTM-Land. Beziehungsweise, was ist das Call to Arms? Was ja, das ist so ein eigenes. Ich weiß nicht, was die dafür für ein Missionspaket nutzen. Okay. Aber wahrscheinlich auch dann Malstrom und Ewiger Krieg. Ja, eher so. Mhm. Cool. Jo, und ja, das dann kommt noch mehr im November, aber das reicht wahrscheinlich erstmal. Genau, und dann ist noch das Dutch GT, darüber sprechen wir gleich sicher. Also, Dutch GT, jawohl, das wird großartig. Soweit erstmal der Rückblick und Ausblick. Ja, herzlichen Dank dafür. Selber. Damit sind wir in der News-Rubrik. Quasi News. Haben wir eine News-Rubrik? Noch nicht, aber ich meine, jetzt könnte man ja langsam mal anfangen, wirklich in festen Rubriken zu arbeiten, so ein bisschen systematischer vorgehen und nicht Fiddle-Funs, den wir hier seit 2 Stunden ramblen. Genau. Auf jeden Fall neue Veröffentlichungen, Meta-Changing, genau. Dinge. Ja, wir haben ja gerade schon relativ viel von den Iron Hands gehört. Wir hatten ja das Glück bei unserem großen Turnier des die Iron Hands da noch nicht losgelassen worden sind, weil wir einen Monat vorher die Regel-Deadline hatten. Tucken zu lang für meinen Geschmack. In Retrospektive bin ich da sehr froh drüber, denn hätten wir das 2 Wochen vorher gehabt, wären die Iron Hands da noch mit reingerutscht und ich bin mir sicher, dass die Iron Hands das Ding gewonnen hätten. Ja. Und die Listen, die da gewonnen hätten, die wären schon heute nicht mehr so, wie die dort gespielt worden sind, weil eben die Iron Hands lustig rumgenervt worden sind. Gut. Als hätten wir das nicht im letzten Podcast schon mal zumindest angesprochen und uns gleichzeitig selber ermahnt, nicht zu sehen. Und bei uns meine ich mich und Benny mich. Um mich komplett durchzudrehen, weil ich das als persönlichen Affront verstanden habe, wie GW da die Iron Hands gebastelt hat. Also absolut obskur, vollkommen unnötig und es wurde halt auch alles zurückgedreht. Nicht alles, aber diesen, wie man auch den Zahlen entnehmen kann, einfach immer noch spielbar. Ja, und das ist ja auch nie der Sinn eines Nerfs, irgendwas im Grund und Boden kaputt zu machen, sondern die Kante rauszunehmen, die es drüber macht. Richtig.
Ob es gelungen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Iron Hands ist nicht mehr die stärkste Marine-Fraktion, und aber Marines sind immer noch die stärkste Fraktion. Ich würde immer noch sagen, dass für das, was du an Können reinstecken musst, holst du das Maximale aus den Iron Hands raus. Das ist eine Point-and-Click-Armee und die funktioniert immer noch so. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was das Feelbad daran gemacht hat. Du kannst halt die spielen, ohne das gut spielen zu müssen, und trotzdem viel gewinnen. Ja, genau. Kurz zu den Änderungen. Was sich geändert hat, ist, dass der Ironfather, der hat eine Fähigkeit, die heißt Rites of Tempering. Da war das so, dass er allen in 3 Zoll, glaube ich, ja, 3 Zoll waren es, 5er Retter gegeben hat, allen Einheiten. Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt gibt er allen Infanterieeinheiten in 6 Zoll einen 5er Retter. Ja, ja. Was viel weniger bedeutsam ist. Also eigentlich braucht man nicht mehr mitnehmen. Er muss halt ein komplett anderes, muss halt ein ganz anderes Konzept irgendwie dahinter stehen. Den Ironfather willst du immer noch mithaben, weil der lächerlich ist für das, was er kostet. Und wenn man jetzt einen 5er Retter auf seinen Repulsor haben will, dann stellt man die alle auf ein Sky Shield Landing Pad. Genau, falls man das denn braucht. Und dann haben die den Iron Stone geändert. Der Iron Stone hat gesagt, ich glaube auch in 3 Zoll zu dem jeweiligen Träger. Ja, in 3 Zoll minus 1 auf den Schaden. Ja. Jetzt können sie noch ein Fahrzeug aussuchen. Zu Beginn der Shooting Phase nominiert man ein Fahrzeug. Genau. Ja. Und das ist viel, 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 viel weniger schlimm. Ja, absolut. Und ansonsten wurde noch eingeschränkt, dass man jetzt nicht unendlich viele Dreadnoughts zu Charakter-Dreadnoughts machen kann, was auch eine behinderte Regel war. Wer sich auch immer das ausgedacht hat, und auch da, alle diese Regeln, jede Regel davon alleine kann eine Armee broken machen. Ja. Und die hatten 3. Ja. Also. Na, der 5er Retter irgendwie noch nicht. Der macht eine Armee nicht broken. Der macht der kommt halt dazu. T8 Modelle, die fly sind broken. Na, der kommt halt noch dazu. Weil aber das halt mit minus 1 auf Damage und die Character Dreadnoughts völlig. Also weil du dann halt diese ganzen. Das ist auch das, was ich halt, da hatte ich auch ein quasi Streitgespräch dann irgendwie auf Facebook, weil ja, aber diese und jene haben ja auch einen Retter. Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob du Fly und T8 bist und einen Retter auch noch hast. Ja. Das ist halt das, was viel zu viel oben drauf kommt. 1000 Waffen. Ja, und von daher vollkommen drüber, unnötig und schön, dass es weg ist. Ja, gesund fürs Meta auf jeden Fall. Und fürs Spiel überhaupt. Ja. Aber das hat ja nichts mal mit Meta zu tun. Wenn du zu deinen Fluff-Kumpels gehst und Iron Hands mitbringst, dann schmeißen die dir den Kram auch an den Kopf und sagen, spiel mit dir selber. Von daher. Und dann gab es noch das eine Stratagem, was nochmal den Schaden halbiert hat. Ja. Für Dreadnoughts. Aber das geht für alle Marines, oder? Das ist ein. Nee, das geht nur universelles. Das ja, aber für alle Marines, das ist kein spezielles Iron Hand Strategie. Das, ich glaube, dachte schon, aber never, ist auf jeden Fall auch nochmal teurer geworden. Genau, das ist das, jetzt warten wir noch darauf, dass die Salamanders und die Imperial Fists und vor allen Dingen die Salamanders, dass dieses blöde Stratagem dann auch nochmal Sacrifice-Ding, ne, wo man einfach irgendwas außer Sicht hinstellt und dann darf nichts anderes beschossen werden. Ja, zumal dann nicht Salamanders beschränkt, sondern ich kann den halt auch bei meiner Ad-Mac-Armee mit einbauen und den da hinstellen und dann macht er das schon. Dann kann halt keiner irgendwas beschießen. Cool. Ja. Das ist einfach Spielmechanik komplett verhindern, ganz schlecht. Ja, das ist, da kommen wir zu dem, was du gerade auch schon gesagt hast, diese Feel Bad Momente, und die man muss nicht mal sonderlich viel Können mit an den Tag bringen, um dann irgendwie den Gegner zu sagen, so, du machst hier jetzt aber die ganze Zeit gar nichts. Einfach total bescheuert. So. Und dann hatten wir noch ein kleines Add-on, sage ich mal, Psychic Awakening. Das hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Ich bin nicht so der Elder-Spieler. Ich kann aber, glaube ich, ziemlich klar sagen, dass das, was ich gelesen habe, die Elder jetzt nicht rennen wird. Es hat niemanden vom Hocker gehauen. Ich glaube, da sind nette Sachen dabei. Ja. Also wir haben dieses für Elder tausch deine Exarch-Kräfte durch was anderes. Da sind, glaube ich, ein paar ganz nice dabei, die halt aus nutzlosen Sachen auf einmal nützliche Sachen machen. Bei den Dark Reapern war irgendwas ganz, ganz Schönes dabei. Ich habe das aber nicht im Detail.
Und dann hast du dieses Bau deine eigene Kraftwelt. Das ist ja insgesamt immer geil. Ja, und da kommt dann halt auch diese Master Artisan-Geschichte zum Tragen, ne? Dieses ein Reroll auf alle Einheiten, das ist für alles gut und für so eine hochqualitative Armee wie Elder super. Ja. Das sind die Sachen für Drukhari, das war alles ein bisschen unterwältigend, glaube ich. Also ich glaube, es könnte sein, dass Dreierretter Witches ein Ding werden. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich glaube, das Psychic Awakening ist gerade für Drukhari ein großer Schuss ins Bein. Und zwar wurde durch dieses Buch eigentlich nichts an Qualität dazu gewonnen. Und jetzt wird erstmal auf längere Zeit hinaus nichts mehr für Drukhari. Ja, kommen. Das ist halt dumm. Ne? Man hat diesen Moment, wo an der Powerschraube gedreht wird. Und da ist man selbst im Drehmoment irgendwie und dann kriegt man aber nichts ab. Ja. Das ist ganz schlecht. Also für jeden, der jetzt noch kommt, der kann ja irgendwie noch hoffen, so dass irgendwie für die Tyranniden nochmal was Geiles kommt. Für Drukhari wird da jetzt erstmal der Cap drauf sein. Die sind ja immer noch nicht schlecht. Nee. Aber die stinken halt im Marine-Meter schon ganz schön ab. Das ist leider so. Das kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, wie sie sich derzeit... Ich habe in den letzten Wochen relativ... oder ja, doch in den naheliegenden Wochen relativ wenig von Fleischberg... Armeen mitbekommen. Weiß gar nicht, wie die derzeit performen, aber da ich wenig von denen mitbekomme, gehe ich mal davon aus, nicht so gut. Naja, man bekommt das meiste ja irgendwie aus den Staaten mit und da ist das irgendwie kein Thema. Viele sind eher auf die Venom-Spam-Listen gegangen. Das, ja, und auch die sind fast kein Thema. Ich finde, Drukhari sieht man da drüben in den Top, an den Top-Tischen fast gar nicht. Und den Fleischberg irgendwie sowieso fast gar nicht. Und da ist es wirklich eher so, Orks, Marines, andersrum, Marines, Orks, immer noch ein bisschen GSC und Chaos. Hm. Und irgendwie imperiale Suppe-Varianten. Das sind so die Sachen. Aber jetzt sind wir quasi an dem Punkt für die elegante Überleitung. Genau, die elegante Überleitung. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Das nächste große Turnier, wo der Benjamin und ich uns mal ein bisschen hauen wollen, ist Amsterdam. Amsterdam hat alles gestartet. Traum von Amsterdam, das kann man nicht alles sagen. Eine wunderschöne Stadt, ein tolles 40k-Turnier und der Start dieses herrlichen Podcasts und es jährt sich. Letztes Jahr war der erste GT und dieses Jahr ist der zweite mit einer kleinen Namensänderung. Ich glaube, letztes Jahr war es einfach nur Alliance Open GT. Dieses Jahr wollen sie die Tür zumachen und nur Niederländer gewinnen lassen, aber wir haben gesagt, wir fahren trotzdem hin. Pech gehabt, dann halt nicht Open, dann werden wir halt holländischer Meister. Was wollt ihr denn machen? So. Ja, ganz einfach. Dann machen wir das. Genau. Und kurz die Eckdaten. Das Ganze findet wieder am Flughafen Schiphol statt. Im Hotel weiß der Geier. Van der Valk. Van der Valk. Fantastisch. Frikandelwald. Im Frikandelwald. Oh Mann. Hoffentlich ist wieder dieser wunderschöne große Weihnachtsschlitten da. Da habe ich tolle Fotos gemacht, das war super. Es sind auf jeden Fall aber 160 Spieler mit am Start. Das ist schon mal eine richtige Hausnummer, das Ganze. Und wie es sich bei den Alliance Open Turnieren ja einfach so gehört mittlerweile, meistens machen sie die ja sowieso in Amsterdam, aber jetzt noch unseres dazu genommen, das Ganze findet in einem Hotel statt und das bedeutet natürlich auch, dass die Leute eigentlich den ganzen Event über da sind. Und das ist eine sehr, sehr geile Sache, deswegen rollen wir da auch schon sehr früh an, um uns halt auch das Maximale an Event-Feeling zu geben und die Rechnung hochzutreiben. Das kann man so und so sagen. Ja. Womit wollen wir loslegen? Wollen wir unsere Listen zuerst? Wollen wir zuerst gucken, wer auf dem Turnier rumoxidiert? Worauf hast du Lust? Ich würde vorschlagen, dass wir mit unseren Listen beginnen, vielleicht auch erzählen, was wir erwartet haben und dann können wir irgendwie in das gucken, was da tatsächlich aufschlägt und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder auch nicht. Klingt vernünftig. Dann machen wir das so. Jetzt auch schon mal nochmal danke an die Jungs von der Alliance, dass sie so freundlich waren, uns schon mal die Listen zur Verfügung zu stellen. Ganz offiziell ist das ja noch nicht. Das haben wir auch noch nicht alle abgegeben, ne? Und deswegen werden wir uns grob zurückhalten, was Namensnennungen angeht. Werden aber sicherlich die ein oder andere Liste nochmal durchkauen, aber das dann anonymisiert tun. Jo. Jo.
Dann soll ich mal anfangen? Ja, dann hau doch mal auf Sahne hier. Flatsch. Ich spiele trotz aller Vorzeichen, wie sagt man, Forces of the Hive Mind, also Tyranidensuppe mit Genestealer-Kult, einem Mixed-Bataillon mit einem Magus, vierarmiger Imperator, einem Patriarch, Twisted Helix, dreimal Brute Brothers, vierarmiger Imperator, ein Kelamorph, vierarmiger Imperator, dann ein Bataillon Twisted Helix, das auch Anointed Throng wird, mit einem Icon Ward, mit einem Primus, mit 20 Akolyten, mit 8 Sägen, Rem. Zweimal noch was. Du dann auch jedes Mal. Ja, zweimal 10 Brute Brothers. Sind das denn überhaupt Motorsägen oder machen die so von der Hand einfach so? Nee, das sind so Rundsägen, Handkreissägen, würde man wohl sagen. Sind die auch in so einer Leine, dass sie die so werfen können und wieder zurückziehen? Das habe ich heute gesehen. Das sind, glaube ich, diese Warcry-Miniaturen, die haben das nämlich. Da hab ich mir, welcher Freak hat sich das ausgedacht? Da hat einer zu viele Horrorfilme geguckt. Finde ich gut. Ja. Weiter. Zurück zur Liste. Also 20 Akolyten mit Sägen, zweimal 10 Brutbrassers, dann 10er Trupp Aberrants, einmal den Biophagus und das war's mit GSC. Dann kommt noch ein Bataillon Tyranniden, Kraken, ein Brutlord, den Schwarmlord, zweimal 19 Steeler und einmal Ripper. Und das war's. So, und jetzt kann man denken, einmal hast du Lack gesoffen. Ja. Ich glaube, den meisten würde aufhören. Wie viele Schuss hast du denn so dabei? Also an allem, sage ich mal. Ich habe insgesamt 50 Autoguns, Stärke 3. Mit BF4. Oder Lastguns sind es ja viel mehr. Ja. Stärke 3. Mit BF4. BF4. Saftig. Ja. Schießt aus der Hölle. Ja, sehr gut. Das ist offensichtlich dann auch das, worauf du sehr viel Wert legst. Ja, ich habe gedacht, so, also mach eine Liste, wo die Leute richtig mit weg Alphas so. Ja. Ja. Machst du auch. Ja, nein, Spaß beiseite. Die Liste ist sehr gut. Sehr eigentlich. Alt. Ja, sie ist alt, aber sie ist wieder zurück, könnte man sagen. Es gibt nur ein Problem. Ja, das fliegt. Vielleicht kurz weiter ausgeholt. Ich habe das immer schon gerne gespielt. Also gerade diese Combo aus Kraken-Stealern und GSC. Ja, das, ich habe sehr viel gesalzt. Ja, diese Liste. Das kann ich ganz gut. Und dann war die Kraken, der Krakenteil war zwischenzeitlich aber tot. Konnte man einfach irgendwie im Meta nicht mehr spielen. Die haben irgendwie gegen Ritter nicht so viel gemacht und sind am Plague Baron hängen geblieben. Ja, das hat irgendwie nicht mehr, es lief nicht mehr damit. Und nee, ach, das größte Problem war der Fleischberg tatsächlich. Der Dark Elder Fleischberg, dem kam ich nicht bei, naja, sei das wie es ist. Und dann hat irgendwie vor ein paar Wochen, vielleicht jetzt schon so 6 Wochen oder so, hat der Alex McDougall in Kanada einen Major damit gewonnen wieder. Und hat gezeigt, hey, die Liste funktioniert wieder. In dem Marine-Meta, in dem, oder das war noch kurz vor dem, wo das voll durchgeschlagen ist, aber der hat die Liste einfach wieder reaktiviert und das war so Anfang Ultramarines und White Scars gerade. Ja, genau. Und das lief einfach. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ey, dann packst du die auch mal wieder aus, testest mal wieder rum und habe gemerkt, es macht mir einfach Spaß, die zu spielen. Ich finde, die ist eine schöne Skill-Armee, so ja. Ohne Eigenlob. Es ist einfach so, es kommt ganz viel darauf an, ob du Dinge richtig machst oder nicht. Ja, du beherrschst das aber auch wahnsinnig und, gut. Und darauf hatte ich Bock wieder und dann habe ich gedacht, das ist halt auch in diesem Marine-Meter, dann haben wir diese Listen gesehen von Bell und Bellmann und so, diese stell ich Press ins Gesicht mit 3 Invictors und Eliminators und hast du nicht gesehen und ich dachte, ja, dann ist GSC eigentlich tot. Purer GSC hat da Riesenprobleme gegen, weil du sofort ausgescreent bist und die Kraken-Stealer sind halt Hard-Konter. Ja. Für Infiltrator, Eliminator, Invictors, die kneifen sich daran oder töten was und rennen nach vorne. Die sind einfach der Konter dafür. Ja. Und darauf habe ich ein bisschen gesetzt und dementsprechend habe ich gemalt und meine Liste vorbereitet und trainiert, um das Marine-Meta damit zu kontern. Ich war aber einen Schritt zu spät. Denn Flieger sind ein Problem und das haben leider alle Marine-Spieler auch gesehen, dass Flieger ganz gut sind. Ja, mal gucken, wie sich das anlässt. Da können wir gleich vielleicht drüber schnacken. Mhm. Aber so, Idee in der Liste ist auf jeden Fall
viel Feldkontrolle, die kann die ITC-Mission ganz gut spielen, viel Recon machen, ist ziemlich schnell in deinem Gesicht. Und dann kommen mit Aberrance halt auch noch so ein richtiger Gewaltmob rein. Und das hat gar nicht so viel Threats. Also zweimal Stealer, einmal Sägen, einmal Aberrance. Das ist überschaubar. Aber alles davon tritt halt wie ein Pferd. Ja. Oder ist halt so, dass es viel, viel Spielfeldkontrolle aufbauen kann über Bewegung. Und ja, Erfolgsaussichten, sag ich mal, sind jetzt echt ganz stark Matchup-abhängig. Ich rechne so innen drin irgendwie mit einem 3-3. Ja. Das ist ja ein 6-Spiel-Turnier und ich glaube, viel mehr wird's nicht. Das glaube ich halt nicht. Ich rechne auf jeden Fall mit einem 4-2 für dich und das liegt auch daran, dass die Qualität der Spieler bei einem solchen Turnier natürlich stark variiert. Es gibt viele Flyer, die da sind, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn man irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnungen jetzt hier heranzieht, dann ist wahrscheinlich deine Chance irgendwie 1 zu, keine Ahnung, 10 wirklich auf so eine starke Flyerliste zu kommen und oder zu treffen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass du dich eher mit dem Skill-Level der Gegner auseinandersetzen musst, statt mit deren Modellen. Und ich meine einfach, dass du die Armee, wie du sie jetzt zusammengebaut hast, einfach wahnsinnig gut beherrscht und das wird am Ende ausschlaggebend sein. Wenn es dann am Ende wirklich so ist, dass du gegen 3 Flyerlisten läufst, dann ist das so. Ich glaube aber, dass du gegen fast alles andere extrem gut abschneiden wirst und deswegen rechne ich mit wenigstens einem 4-2. Da macht er mir Mut. So. Motivationsspeech. Pep-Talk. Ja, dann mal du. Genau. Ich bringe unfassbarerweise AdMech mit. Wer hätte das gedacht? Ich habe längere Zeit eine reine Stygies-Liste getestet. Das ist ja auch so eher mein Fall. Hab dann aber gemerkt, dass ich vor allem gegen Marines eher in ein Output-Problem komme. Und der Input mittlerweile einfach nicht mehr so gut ist. Stygies ist geil, weil man es infiltrieren kann und das -1 zu Hit ist gegen viele Armeen auch gut. Aber nicht mehr gegen Marines, denn GW meinte, dass man Varianz irgendwie komplett rausnehmen kann und sagt, ja, die können jetzt halt einfach alles rerollen. Genau, die rerollen alles und dementsprechend und sind Negativmodifikatoren voll, ziemlich banane. Voll für die Boxe, finde ich halt schade. Also nicht jetzt nur für mich, sondern insgesamt, weil man hier noch die Möglichkeit hätte, halt 3 Stages zu machen. Reroll Einsen, Reroll alles außer Failed, Reroll alles. Ja. Ja, so hätte man das machen können, wollte man anscheinend nicht. Von daher ist es so, wie es ist. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, okay, was kann man denn machen? Was kann man denn mitnehmen, wenn man nicht voll Stygies geht? Dann geht meistens nur Mars oder du kommst halt auf irgendeine andere wilde Idee. Und wilde Ideen sind mir ehrlich gesagt zu situativ. Ich will was Zuverlässiges haben und deswegen habe ich mich für Folgendes entschieden. Ich habe einen Mars-Battalion dabei mit Call, mit einem Tech Priest Manipulus, den teuren sogar mit einem Magna Rail Lance, einfach weil ich die Punkte über hatte. Dreimal Vanguard. Dann ein 10er-Paket Infiltrator mit Blastern und Goats. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, warum man die mitnimmt. Zumindest die Nahkampfwaffen. Den Rest erkläre ich. Dann habe ich 3 Doomcrawler mit Icarus Array. Dann habe ich als zweites Detachment ein Spearhead Detachment, auch Mars, Tech Priest Engines hier und 3 Scorpius Disintegrator mit der Beleros Cannon. Und zu guter Letzt, mein drittes Detachment ist ein Battalion, und zwar Stygies, mit einem Dedalosus, mit einem Tech Priest Engines hier, mit 4 Breachern, mit Vanguard, mit einem Paket Vanguard, mit 2 Plasmawaffen, mit noch einem Vanguard-Paket mit 2 Plasmawaffen, 2x Sekutari Hoplitz und 3 Scorpius Dune Rider Transporterboten. Ja, ganz schön viele Scorpius-Geräte. Ja, 6 Scorpius-Chassis sind es insgesamt, genau. Frage, die mir beim Zuhören jetzt auffällt, der Dedalosus, der macht ja so +1 to hit. Ja. Auf ein Ziel in 24 Zoll, ne? Ja. Alle Einheiten um ihn rum oder nur Forge alle, World? Alle. Der hat selber keine Forge World. Ah, praktisch. Das ist sehr praktisch, ja. Cool. Ja, erzähl mal, was kann das? Ich habe eine sehr solide Ballerbase mit den 3 Gunboats, mit den ohne Line of Sight schießenden Booten und mit den 3 Icarus Crawlern. Mhm. Call, selbsterklärend, und der Manipulus dazu für die größere Reichweite. So, das ist erstmal die Ballerbase, die ich habe. Das ist alles T7.
Das hat alles 11 beziehungsweise 12 Lebenspunkte. Und steht, wenn es in Deckung ist, schön mit einer Zweierhose da. Ja, das die ist, Crawler haben wir auch noch 5 Retter. Und können die 1 auch rerollen, wenn die in 6 Zoll aneinander stehen. Ja. So, die große Frage ist, warum nimmt man Mars mit und keine Dagastellan? Eigentlich genau deswegen, was ich gerade erkläre, aus 2 Gründen. Einer ist, den ich gerade erklärt habe. Ich bekomme für 110 Punkte einen Icarus-Crawler, der 10 Schuss hat. Die sind alle Stärke 6 wenigstens. Manche Stärke 7. Mhm. Mit mehr Durchschlag und weiß der Geier nicht was. Das Ding hat T7, wie gesagt, und 11 Lebenspunkte. Ein Dagastellan kostet genauso viele Punkte, hat auch T7, hat aber nur 6 Lebenspunkte. Solange er im Aegis-Protokoll rumläuft, hat er einen besseren Save. Das ist schön und gut. Aber das reicht mir nicht. Wenn ich Dagastellans mit viel Durchschlag spielen will, dann muss ich die irgendwann hinsetzen und dann muss ich Wrath of Mars auf die machen und dann muss ich die richtig abgehen lassen. Ja. Das heißt aber auch, ich habe eine Einheit, die ein großes Fadenkreuz auf dem Kopf hat. Gerade Armeen wie Astra Militarum mit Old Grudges zum Beispiel oder wie, was Marines ja auch haben, heißt es da ja anders, oder wie Tau, die sich dann die ganzen Buffs geben, also erstmal die ganzen Markerlichter auf eine Einheit schmeißen und dann anfangen, Wunden rerollen oder plus 1 zum Verwunden und solcherlei Sachen dann auf die Einheit zu schmeißen, dann schmelzen die Bots auch ganz, ganz schnell. Ich habe keine Einheit drin, wo du solche Sachen drauf stacken willst. Weil was welche. Lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Und klassische Threat Overload Liste. Ja, weil alles ein bisschen ein Threat ist. Nichts alleine tötet eine Armee vom Gegner, aber es kommt immer Schaden rum. Es kommt die ganze Zeit Schaden rum. Und hier kommen wir dann beim Output auch wieder zurück. Ein normaler Dagastellan, stehend, laufend, hat 9 Schuss Plasma, Phosphor, Stärke 6, minus 2, 1. So. Ein Icarus Crawler hat 10 Schuss, wenigstens Stärke 6. Das ist ein Schuss mehr. Das heißt also, der Dagastellan kommt in Effektivität erst sitzend in die Nähe. Denn der trifft ja auch nur auf die 4. Wenn er sich bewegt, sogar nur auf die 5. Der Icarus Crawler trifft standardmäßig schießt er ja gar nicht. Er trifft gegen Bodenziele auf die 4, wie es halt ein Dagastellan immer tun würde, wenn er steht, und gegen Fly sogar auf 2. Und das ist dann einfach, das Angebot nehme ich gerne an. Ja. Plus, Icarus Crawler sind fast nichts wert im Matchup gegen Armeen, die auf mich zurennen, die blöde. Zum Beispiel Gene-Stealer-Kulte. Aber weißt du, was sie haben? Eine pizzagroße Base. Ja, und ein Retter. Und da auf den Retter kann man nicht immer zählen, aber wir haben schon sehr skurrile Dinge erlebt, wenn Gene-Stealer-Kulte auf Crawler hauen wollen. Ja. Das geht nicht immer gut. Ja, also effektiv, du kannst mit denen screenen, wenn du sie nicht brauchst. Und die machen einen schönen, tiefen, gesunden Screen. Genau. Und die bieten, aufgrund der großen Base, bieten sie mir dann auch die Möglichkeit, noch einen schönen Counter-Charge anzusetzen, den ich gut planen kann. Ja. Weil ich einfach wirklich weiß, wo der Gegner danach stehen wird, weil er sich nicht irgendwie wild um irgendwelche anderen Modelle noch rumwickelt. Ja, da kommen die Hopliten und die Infiltrator ins Spiel. Die Infiltrator sind relativ, die Infiltrator sind 180 Punkte Hail Mary, möchte ich sagen. Die kommen meistens, nicht gegen alle Armee, aber zum großen Teil stelle ich die in den Drop, weil die das können. Dann kommen die runter, dann gebe ich denen gerne plus 1 to hit für über ein Stratagem und dann schießen die mit 50 Schuss Stärke 3 auf 12 Zoll, vollkommen uninteressant. Was allerdings interessant ist, dass ich dann Wrath of Mars auf die mache und dann tangiert sich das so ungefähr bei 8-9 Mortal Wounds gegen das jeweilige Ziel. Ja, also statt Roboter einfach Infiltrator Wrath of Mars. Ja, genau. Das ist gut. Die, wenn man die irgendwie in Runde 3 dann gedroppt bekommt, dann treffen die meistens auch das Ziel, wo der ganze Schaden raus soll oder wo man das braucht. Das ist zum Beispiel gegen Tau, ist das häufig halt ein relativ stark angeschlagener Riptide. Runde 3 ist es meistens so, dass der Großteil der Drohnen weg sind und das ist dann dann kommt er runter, macht nochmal den extra Schaden. Dann sind auf jeden Fall alle Drohnen weg, wenn nicht sogar der Riptide zerfliegt. Und dann stehen die da und müssen irgendwie geschiftet werden. Und das ist, das tut halt auch nochmal weh, weil die stehen da und die müssen einfach sterben. Ja. Und dazu habe ich dann noch die Boote. Gefüllt mit, zwei jeweils gefüllt mit Hopliten und einmal mit 4 Plasma, 10 Vanguard-Dudes mit 4 Plasma-Wachen, verteilt auf 2 Trupps. Die Boote sind alle Stygies, das heißt, sie dürfen alle
infiltrieren. Und die sind minus 1 to hit, weil das ein komplettes Stygies Detachment ist. Die Sekutari sind hervorragend im Nahkampf. Die Sekutari sind ein toller Screen, wenn man die braucht. Mhm. Die können gut was aushalten. Die stehen im Weg. Und die können Fahrzeuge kaputt schlagen. Und in der Kombination mit den Vanguards, die noch minus 1 Toughness auf Nahkampfziele geben können, kann das Ganze ganz schön nach oben laufen. Auf so einen Hoblitentrupp kann man auch ganz gerne mal plus 1 auf Safe geben, wenn die irgendwie an einem Marker stehen, mitten auf dem Feld. Dann haben die im Nahkampf einen Dreierretter. Das ist ganz schön gut. Das ist ganz schön gut. Und dann stehen die einfach nur im Weg. Und auch hier in diesem Falle sind zwar die Boote nicht T7, aber die haben minus 1 to Hit. Von daher auch wieder nicht ganz so leicht zu töten. Und die bringen natürlich auch nochmal 12 Schuss Heavy Stubber mit. Und gerade für das Matchup gegen Marines ist das einfach Gold wert, 3 volle Transporter zu haben. Das heißt, dass effektiv mit Füßen auf dem Boden stehen 2 Vanguard-Trupps bei mir und sonst die Breacher. Und das ist das, was eine Thunderfire Cannon dann versuchen kann zu erschießen. Ja. Und das macht wahnsinnig viel aus. Ja, Thunderfire Cannons sind ein Problem. Thunderfire Cannons sind ein Riesenproblem. Marine Geballer ist an sich ein Riesenproblem. Und das hat auch dazu geführt, dass ich halt die Stygies-Liste halt Akta gelegt habe, weil mir in der ersten Runde gegen Iron Hands meine komplette Infanterie getötet wurde. Egal, wo sie stand. Ja, das ist halt doof, ne? Das Problem werde ich halt auch haben. Donnerfeuerkanonen machen halt wenig Spaß, wenn man Turbo-Kraken-Stealer spielen will. Ja. Und hier eine Sache habe ich ja noch, die 4 Breacher. Ich habe in letzter Zeit relativ häufig gepredigt, dass ich von einer großen Anzahl von Breachern und Destroyern nichts halte. Und das bleibt auch so bestehen. Wovon ich aber viel halte, ist 4 Breacher. Eigentlich hätte ich sogar gerne 5 mitgehabt, aber dann hätte ich die Plasma-Wacht nicht mitnehmen können. 4 Breacher sind für ITC toll, weil kannst du einfach nicht Gangbuster gegen ihn. Damit holst du nicht viel raus, weil ich habe keine anderen Modelle, wo du Gangbuster mitholen kannst. Von daher stehen die da relativ gut solo. Und die lassen sich ja auch nicht leicht töten. Du musst ja immer noch relativ viel reinstopfen, damit die wenigstens umfallen. Die sind immer noch gefährlich gegen Beschuss, gegen Fahrzeuge. Da können die immer noch richtig wehtun. Und ich habe denen auch noch günstigerweise die Hydraulic Claws in die Hand gedrückt, dass die Stärke 10 im Nahkampf haben. Dann können die sich dann auch noch mal ein bisschen mit hauen. Sehr schön. Genau, und auch da wieder die Möglichkeit, einfach ein Screen zu sein oder, wenn es notwendig ist, dann auf Beschuss zu gehen und ein bisschen da was zu reißen. Ja. Erwartung? Ziel ist auf jeden Fall, Best AdMech zu werden. Oh ja, Best Hive Mind will ich auch werden. Ja? Ja. Wie viel Konkurrenz ist denn so da? Einer. Sauber. Dann ist das ein 50-50. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, dieses Jahr wird's wahrscheinlich nicht so ein gutes Ergebnis wie letztes Jahr werden, auch weil halt noch mal mehr Leute da sind. Ich glaube aber. Was warst du? Sechster? Sechster, siebter. Irgendwie so? Ja, irgendwo. Ich war, glaube ich, 11. Ja, das war ganz ordentlich. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Mitten tief in der Top 10. Gute Sache. Wenn es dieses Jahr wieder zur Top 10 reichen sollte, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich mich, glaube ich, aber mit so einem Top 30 Platz schon zufrieden geben. Also das schon ein 5-1. Ja. Ein gutes 5-1. Ja. Ja, ich glaube, das geht. Ja, das ist doch mal ein Ziel. Da hätte ich zumindest Lust drauf, ja. Und mit der Liste glaube ich, das auch erreichen zu können. Das ist auch eine Liste, wo ich sage, die könnte ich aber wirklich sehr, sehr lange spielen. Als ich die endlich fertig getippt habe, habe ich mich einfach richtig gefreut. Weil da ist Kalle drin, da ist Beschuss drin, da ist ein Nahkampf drin, da sind keine scheiß Duckerbots drin. Ich, als AdMech-Spieler muss man die eigentlich mögen, aber für mich sind die einfach nur eine Liability und die Liste dreht sich dann nur um die Duckerbots. Man muss permanent auf die aufpassen. Super auf die aufpassen. Und man muss man muss halt auch den Damage von denen immer anbringen können. Deswegen letztes Jahr in Amsterdam habe ich 3x2 davon gespielt. Einfach um Bewegungen drin zu haben. Ja, und nicht alles auf einem Ziel zu vereinigen, ne? Ja. Ja. Ich habe meine Liste kurz vor Abgabe nochmal wie geändert. Bummenend raus und Killermorph rein und so. Und ich weiß nicht, also ob ich jetzt. Ich habe so ein Gefühl von, ist fertig, ich bin glücklich, habe ich nicht. Die funktioniert. Ich habe damit auch gegen Iron Hands ungebufft schon gespielt und ganz gut und so. Also das geht alles. Ungebufft, du meinst, bevor der Nerf kam?
Ja, ungenervt, sorry. Aber irgendwie, also so hundertprozentiges Wohlfühl-Ding. Also ich spiele jetzt Twisted Helix, ich habe sonst immer Vorarmed Emperor gespielt und dann halt irgendwie viele Trupps um die mit dem 7 Zoll Reroll Charge. Und jetzt bin ich auf die, also Twisted Helix halt plus 1 Stärke und du kannst auf den Aberrants halt doppelt schlagen, das ist halt unglaublich gut. Ja. Und du musst aber halt immer die 3 CP für Perfect Ambush ausgeben und deswegen halt auch nur 2 Nahkampftrupps. Weil sonst gehen die halt die CP aus und den Rest müssen die Stealer machen. Hm. Und die Alternative ist halt, 3 oder sogar 4 kleinere Sägentrupps zu nehmen. Oder halt auch den 20er-Trupp hätte ich ja jetzt auch aufteilen können, ein bisschen irgendwo was wegschneiden, 2 15er machen, aber ich kann eh nur einen davon anbringen. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Ich habe zu wenig gespielt, auch in letzter Zeit, um zu sagen, das sitzt. Ich weiß, dass ich irgendwie spielen kann und dass es gut gehen kann und es werden aber taffe Spiele, glaube ich. Es wird anstrengend. Ja, wir werden noch schön vor dem Turnier, wir reisen ja ein bisschen früher an, da werden wir dann noch schön, weil wir ja die nächsten Tage nicht genug zocken, werden wir das dann da schon mal früher anfangen. Ja. Einfach nochmal ein bisschen reintreten. Ja, aber lass uns in Matchups gucken. Ja, also du hattest ja schon den Faden aufgenommen, was das Flyer-Matchup angeht. Ja, wir haben hier so einen wunderschönen Faction-Overview. Vielleicht können wir den mal durchgaloppieren, zumindest die Ausreißer. Ja, gehen wir doch mal auf die Galapagos. Wir haben 25 Adeptus Astartes Listen. 25 Adeptus Astartes. Ja, das ist weniger, als ich gedacht habe. Aber immer noch ganz schön viel. Ja, das sind ungefähr, obwohl es sind nur 5 oder 5 weniger als gedacht. 10. So 35. Also ich hätte mit einem guten Viertel gerechnet. Ja, jetzt kommen halt noch 20 Imperium-Listen dazu, also Mixed. Da sind 15. Bestimmt auch noch Marines drin. Ja, ja. Sicher. Und dann haben wir noch wie eine Handvoll Astra Militarum-Listen, also Imperium ganz ganz gut vertreten. Was mich wahnsinnig wundert. Mehr AdMac als Astra Militarum. Knapp. Ja, also das, ja, aber Astra Militarum sind aus selten, dass Astra Militarum pur gespielt wird. Es geht ja hier nur um Pur-Listen, ne? Also Faction. Ja, die sind genau die Hörer, das weiß ich mir klar. Die checken in den 20 Imperiums-Listen. Ja, ne? Astra Militarum, also es können auch nicht wirklich viele super gut spielen, pur. Also Brandon Grant halt. Der macht das einfach, der kann das. Was mich halt wahnsinnig irritiert, ist, wie wenig Tau es sind. Ja, die Hälfte der Tau bringen wir mit. Ja, das sind ja also nur 6 oder 7 sind es hier. Sind 3 kommen zumindest aus Deutschland davon. Ja, also das ist schon echt krass wenig. Aber auch irgendwie Chaos an sich ist auch ein bisschen erbärmlich. Also gut, Heretic Astartes sind ja ganz 2, Chaos Mixed sind immerhin 16. Ja, das finde ich nicht wenig. Das ist ja schon die zweitstärkste Fraktion, ne? Ja, aber gerade mit dem Gedanken, irgendwie Faction-mäßig was reißen zu können, finde ich es halt komisch, dann Chaos wirklich so krass zu mixen. Ja. Aber anscheinend haben die das nötig. Das weiß ich nicht. Ich bin wirklich kein ausgewiesener Chaos-Spezialist. Ja. Also ich sag mal, abseits der 2 Großfraktionen, Chaos und Imperium, und dann noch ein kleiner Ausreißer, halt irgendwie Mixed Elder, ist alles so 5-mal plus minus 2 vertreten. Also 3 bis 7 Mal sind alle Fraktionen, also alle Major-Fraktionen irgendwie vertreten. Ja. Und dann sind halt sowas wie Space Wolves und Harlequins halt nicht ganz so oft. Aber so ist eigentlich ganz gut gemischt, plus halt den Marine-Ausreißer, der super krass ist, und Chaos halt auch. Also ich würde sagen, wenn Marines nicht frischen Codex bekommen hätten, wäre Chaos ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, ich bin mal gespannt. Also Questor Traitoris haben wir ja nur eine Liste. Ja, pur. Aber das spielt ja auch kaum jemand pur. Ja, aber so wie ich das jetzt hier sehe, sind auch nicht so viele Leute dabei, die noch irgendwie einfach so nochmal einen Knight mit haben. Aber ich finde die halt, die sind brutal gut gegen Marines. Der spielt die nämlich, ich habe gerade hier mal eben kurz die Liste aufgeworfen, der spielt die nämlich genauso, wie ich sie auch spielen würde, nämlich mit Doppelthermalkanone. Ja. Und zwar 3-mal. Das ist richtig geil.
Dann hat er noch einen Rampager dabei, das ist ein Melee-Typ. Dann hat er die kleinen War Dogs dabei mit Lightning Lock. Weiß der Geier, was das ist. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, ob das jetzt die... Ich glaube, das sind die Glaives, die Nahkämpfer. Hört man das, wenn ich die Schulter zucke? Und dann hat er halt noch ein paar Mörser dabei. Aber wie gesagt, diese Doppelthermalkanonen-Dudes, die sind schon richtig strong. Also die sind gegen Marines richtig geil. Mhm. Allerdings hätte ich dann höchstwahrscheinlich sogar irgendwie geguckt, dass ich noch den Platz für einen vierten klar mache und dann zwei mit Thermal und zwei mit Gatling-Cannon, sodass du alles andere auch nochmal ein bisschen bedienen kannst. Ja, dann haben wir Chaos-Archetyp halt immer noch die Plague-Bearer-Liste mit 1000 Söhnen dabei. Ich glaube, die ist ein bisschen zu abgehangen. Die wird im Marine-Meter nicht bestehen. Mit Plague-Bearer? Ja. Tot. Glaube ich auch. Tot. Und dann der nächste Archetyp ist halt der Variation von Don Huson, ne? Das, was der Dean auch bei uns von Northwest gespielt hat, diese viele Dreadnoughts, The Purge. Hellforged, Ja, gar nicht unbedingt Hellrex, also das Zentrum sind oft diese Butcher Cannon Dreadnoughts, die halt noch und nöcher aus dem Nahkampf gehen können. Ja, und einfach schießen wie blöde. Und dazu wahlweise halt irgendwie Ritter oder sowas oder ein bisschen Kleinkram oder Disco-Lords. Das ist halt so ein Chaos-Archetyp. Ja, Disco-Lords habe ich halt also auch viel durch die ITC gehört, dass die Amerikaner das gerne spielen und so. Ich habe das echt nicht mitbekommen, dass die so auf die Pauke hauen hier. Ich hab noch nie gegen einen Disco-Lord gespielt. Ich habe einmal dagegen gespielt und die waren dann irgendwie halt tot. Also hat mich keiner von angefasst. Keine Ahnung. Tja. Genau, das sind so die Chaos-Archetypen. Es gibt, was wir wiedersehen, es sind jetzt, glaube ich, zwei oder drei Listen drin mit so Magnus und oder Morty. Ja. Weiß der Geier warum? Hast du eine Theorie dazu? Oder sind das einfach nur Leute, die das geil finden? Taugt das was? So drei Ritter und Magnus und Morty ist, glaube ich, das, was ich gesehen habe, was ich interessant fand und mich gefragt habe, was zur Hölle würde ich denn dagegen machen? Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen gegen Marines einfach gebaut. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein extremer Versuch, irgendwie einen Threat Overload zu generieren, trotzdem jetzt, also die meisten sind ja weg von drei Repulsoren hin zu höchstens mal zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt unterwegs sind. Und das reicht dann halt nicht, um die Dinger aufzuknüpfen. Ne? Und dann sind die da und dann schlagen die Chassis kaputt. Ja, und dann hat man seine sechs Fliegerliste, die alle nur T6 sind und nur Stärke 6 Output haben. Die holen dir einfach einen nach dem anderen auf. Ja, Morty haut dann halt irgendwie wie jeden da runter. Und ob du Morty auch so gut töten kannst, ist halt die andere Sache. Und da kommt halt das Problem der Marines. Du hast nicht viele Modelle. Nein. Und Magnus hat einen W6 Smite. Ja, also das ist bestimmt interessant oder wird interessant zu sehen. Was haben wir noch? Wenn wir Marines angucken, haben wir eine große Vielfalt auf jeden Fall an Listen. Ich finde, den einen unübersehbaren Archetyp ist halt die 6-Flieger-Liste, also 3 Stormhawk Interceptors, 3 Storm Talon Gunships und dann wahlweise irgendwie noch 3 Thunderfire Cannons oder irgendwas anderes dazu. Also Storm Talon gibt's 18 auf dem Turnier. Wie heißt das andere? Stormhawk. Storm. Hawk. 26. Ja. Das ist gegen ganz viele Sachen ganz gut. Aber gegen eine reine T8-Liste oder so, dann wird das schon schwieriger, glaube ich. Also oder gute Retter, ne? Muss man sehen. Also die Listen gewinnen, Turniere gewinnen die nicht so richtig, aber viele Spiele, habe ich das Gefühl. Mhm. Und also ich weiß, für mich sind die der Tod. Wenn das ein kompetenter Spieler spielt, dann habe ich gar keine Chance. Da habe ich einfach also ich das Meta übersehen. Also das war ja, man konnte das kommen sehen. Und als ich das kommen sehen habe ich noch so Neophyten Laserkanonen und sowas gespielt. Und hier Demo Charge Biker und sowas. Mhm. Das hätte da auch ganz gut gegen funktioniert. Und dann kam aber irgendwie dieser Moment von, ich will jetzt Krakenstealer spielen. Das habe ich jetzt davon. Da hat sich alles ein bisschen im Kopf zerwurschtelt. Oder, naja, ich will das eine, aber ich brauche das andere. Nein, ich mach das jetzt so. Ja, genau. Ja gut, was die Flyer angeht, bin ich natürlich mit den Doomcrawlern hervorragend aufgestellt. Also das könnte ich nicht besser bauen.
Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass die Doomcrawler so einen wahnsinnigen Durchschlag gegen die haben, aber das ist schon, also zumindest gegen die Storm Talon funktioniert das, und die Storm Talon sind auch die, die erstmal sterben sollen. Ja. Die sind T6, die können hovern, und wenn die weg sind, dann wird es dünn auf dem Boden für den Marine-Spieler, und irgendwann mit der Zeit wird er halt seine komischen Interceptor halt nicht mehr effektiv drehen können. Ja. Na, und das, so muss man das halt spielen. Und das ist auch in Ordnung so. Also das kriegt man gut hin, glaube ich. Ich bin gespannt, wenn ich das mal spiele gegen, oder wenn ich auf 6 Flyer treffen sollte, aber ich habe halt auch genügend Output einfach dabei, um die, gerade auch mit Call, wenn der Gegner jetzt nicht seine irgendwie schießt um die Ecke mit meinen Kniften Sniper-Gewehren dabei ist, dann geht das schon. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, wer bei mir wichtiger ist, ob es jetzt Call oder der Manipulus ist. Ich glaube, das Ganze, wenn keiner von beiden in der Runde, in Runde 1 stirbt, dann ist das schon okay. Gut. Ja, dann ist das schon okay. Also eine Runde mit beiden, das ist solide, und dann danach kann man mal gucken, wie man das nochmal mit den Gesängen alles hinkriegt. Ja. Eine Liste, vor der ich halt, glaube ich, echt Angst hätte, die habe ich hier mal rausgesucht. Das ist unfassbarerweise auch eine Liste mit Marines. Ja. Raven Guard Successor. Obwohl Raven Guard derzeit nicht so den größten Erfolg haben. Wir haben gerade 2 Turniergewinner damit gehabt. Also immer noch nicht die größten, sind statistisch gesehen immer noch die schwächsten der 9 Bücher. Liegt aber auch daran, glaube ich, weil die Skill Cap wesentlich höher ist als bei den anderen Büchern. Also Raven Guard Successor. Battalion, die haben Stealthy und Long Range Marksman. Stealthy, das typische 12 weiter weg, gelte ich in Cover und bla, das genau. Und Long Range Marksman ist plus 3 Zoll am Beschuss. Ja. Dann einmal ein Batalon, Chaplain, Lieutenant, Scouts. Alle mit Nahkampfwaffen, die Scouts. Dann noch ein Successor Battalion, auch wieder Stealthy und Long Range Marksman. Chaplain mit Jump Pack, Chaplain mit Jump Pack. Dreimal Scouts mit Bowguns. Der eine, der Captain mit Jump Pack, natürlich mit Thunderhammer Storm Shield, wie sich gehört. Dann als Elite, und das ist halt richtig grauenhaft, das sind 3x5 Assault Centurions. Jupp. Geil. Und die sind halt auch direkt da, wo die sein wollen, ne? Ja. Was machst du dann? Stellst du da Doomcrawler in den Weg? Ich glaube, da muss ich drüber nachdenken, was ich Problem da mache. Ist halt, dass man diese Spiele noch nicht gespielt hat, ne? Und nicht weiß, wie sich das ausspielt am Ende. Bei solchen Dingen ist halt irgendwie Routine so krass wichtig. Ich meine, also das, was ich bisher halt an der Liste gesehen habe, ist, es kommt halt darauf an, was er mit seinen HQs macht. Wenn es halt irgendwie die Centurions dann sein sollen, dann sind es halt am Ende trotzdem nur in Anführungsstrichen Hurricane Bolter, und die kriegen halt die Transporter auch nicht so geil aufgeschossen. Ne? Und wenn er dann irgendwie damit losrennt, dann kommst du aber an, auf welche Wand er trifft. Ne? Ja. Das ist halt so die Sache. Also man kann halt entweder sagen, okay, schieß halt auf alle meine 3 Icarus-Crawler, oder gönn dir die Boote. Oder die Breacher. Keine Ahnung. Ja, also wir machen so. Die Liste ist aber noch nicht fertig, ne? Ach so. Da kommt noch was. Da kommt noch ein Spearhead Iron Hands. Mit Master Artisans und Long Range Marksman, mit einem Chaplain Dreadnought als HQ. Jetzt raten wir mal, wer ein Charakter wird. Oder schon ist sogar. Und dazu im Heavy Support 2 Thunderfire Cannons und ein Mortis Dreadnought. Läuft. Oh, der Mortis Dreadnought ist auch so behindert, ne? Der hat halt 2 Twin Last Cannons, ja, 4 Last Cannon Schüsse, und den macht man dann ganz gerne zum Charakter. Genau, der ist Charakter und steht da hinten und schießt halt jede Runde. Jede Runde 4 Schuss Last Cannon. Also das ist so eine Marine-Liste, mit der kann ich, glaube ich, arbeiten. Also ich habe das Gefühl, so das kann ich eher bedienen. Die Centurions machen mir nicht so mega viele Sorgen, weil ich mich nicht von denen chargen lassen muss. Aber die zu chargen wird schwierig. Die zu chargen ist dann schwierig, wenn man den irgendwie keinen Overwatch-Spruch nicht durchbringt oder dummerweise, dass kein Overwatch-Relikt nicht mitnimmt oder so, dann ist das schwierig. Ja, aber sonst rennst du da einfach rein und dann schlagen die Aberrants die einfach kaputt und dann peilst du irgendwo anders rein. Also das ist ein Matchup, das eher geht.
Ja, also für mich ist das so, wenn das Ganze jetzt auch noch irgendwie Imperial Fists wäre, dann müsste ich mir schon überlegen, ob ich überhaupt aufbaue. Ja. Das ist schon richtig fies. Die Fäuste machen dir mehr Sorgen, ne? Imperial Fist ist das schlimmste Matchup für mich, absolut. Ich weiß gar nicht, sind Fists da? Ja, sind sie. Ja, Salamander sind nicht da, glaube ich. Aber das ist hier nun Successor Chapter, ja. Oh Gott, ja, dieses Minus, diesen eine zusätzliche Schaden gegen Fahrzeuge auf Heavy-Waffen, das ist so brutal einfach. Ja. Wir haben dann, wenn wir bei Liste-Archetypen sind, also diese Flieger, diese Space Marine Fliegerliste gibt es dann halt in Variationen mit nur 3 Fliegern und dafür 3 Repulsor oder sowas, also das gibt's auch. Aber im Prinzip ist es immer so diese Komponente Intercessors plus gegebenenfalls Scouts und dann ganz viel, was schießt und zumindest das Fly-Keyword hat. Ja. Und Thunderfire-Kanonen. Dann haben wir den Elder-Konterversuch, hatten wir vorhin schon mal angesprochen, mit 3 plus X Crimson Hunter Exarchen und Skyweaver Jetbikes. Haben wir ein paar Mal diese Liste. Auch in verschiedenen Variationen, gerne mit Fire Prisms noch dabei oder so. Hm. Oder halt mit vielen Jetbikes. Ja, hier hätte ich auch eine sehr interessante Elder-Liste. Raus damit. Das ist einmal Alitok Battalion, Fast Skyrunner. Dann 5 Ranger. Als zweites Battalion haben wir Inari, Irain und Incarn, 20 Witches, 5 Witches. Mhm. Und als drittes Detachment ist ein Vanguard Detachment, Harlequins, Shadowseer, 3 Death Jester und ein Solitär. Und 6 Skyweaver Jetbikes. Gut. Das klingt ganz geil, ne? Ja. Wird auch von jemandem gesteuert, der das einfach kann. Das kann ich schon mal dazu sagen. Auch wenn ich den Namen jetzt nicht verrate, aber... Ja, der kann das bestimmt. Der kann das ganz ja, gut. Da sind wir jetzt schon im Drukhari-Feld, was wir vorhin gesagt haben über... Das ist kein Drukhari, oder? Ja, Witches und so. Ja, die sind Inari, Alter. Inari Witches. Was wir auch häufig sehen, also da sind eine Handvoll Listen, haben halt Grotesken oder Taloi. Mhm. Das macht mich persönlich nicht happy, weil ich das super anstrengend finde. Schwer zu spielen, weil die sich halt besser schlagen als ich. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, das wäre tot. da sieht man halt mal, wie unterschiedlich die Ängste quasi sind. Also nach Drukhari habe ich halt nicht einmal gesucht. Ich so, wenn die mir entgegenkommen, dann ist das halt so. Ja, ich finde das eher unangenehm. Und dann sind hier auch so Sachen mit ganz viel, also dieser Venom-Spam. Oh, den finde ich auch unangenehm zu spielen. Also da falle ich halt voll ins Beuteschema. Mhm. Ja. Viel Pling-Damage. Die merke ich so, also so richtig reiten tue ich den Meter nicht. Ja, oder anders gesagt, du siehst das hier jetzt schon von einer Seite der Medaille gerade alles. Also, ja. Aber ich gucke immer eher danach, so was sind die schlimmen Matchups, ja. So. Und ist ja gut, wenn man dann ein schlimmes Matchup zu einem guten Spiel macht. Mhm. Aber ist ja auch wichtig zu sehen, so was sind meine Outs und was muss ich tun, um da noch eine Chance zu haben. Mhm. Also bei mir ist das auch so, die Matchups, wo ich sage, dass das richtig gefährlich für mich wird, habe ich immer noch einen großen Vorteil mit meiner Liste, die kann die Mission sehr, sehr gut spielen. Mhm. Und Missionen gegen mich zu spielen, ist schon wesentlich schwieriger. Ich habe im letzten Test gegen Tau das so gehabt, dass der Tau in Runde 2 komplett eskaliert ist und mir 5 oder 6 Einheiten getötet hat und in Runde 3 keine. Weil nichts mehr da war von den Zielen, die er wirklich wegnageln kann. Die Riptides hatten keine Ziele mehr, die irgendwie unter T7 waren. Und der Rest ist einfach nicht dahin gekommen, wo er den Schaden hätte anbringen können. Und so haben Space Marine Listen auch so das Problem. Irgendwann gehen bei mir die leichten Ziele aus. Und wenn du als Gegner vorher zu fickrig und zu blutgeil warst und die ganzen leichten Ziele zum Beispiel schon eine Runde 1, ey, die müssen alle weg. Ja, du hast dir keine Kills mehr gelassen. Und dann holst du keine Kills mehr. Ja.
Ja. Das kann passieren. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man das Spiel halt einfach gewinnen kann über die Mission. Und meine Liste ist dann schon darauf ausgebaut, auch gerne mal über 6 Runden zu spielen und zwar die Mission mit zu tackern, weil die das einfach kann. Und das muss man, das ist halt aber auch etwas, was du dann ja auch machen wirst. Wenn du dieses Mismatch siehst, dann fängt dir sofort der Kopf an zu rattern, okay, wie kann ich die Mission am besten besetzen? Genau. Wie kann ich da noch das Beste rausholen? Ich werde hier jetzt nichts töten von den Flyern. Aber vielleicht ist der Gegner einfach kein so bombastischer Spieler. Das kann ich dann ausnutzen und kann schauen, wie ich dann die Mission für mich entscheiden kann. Aber ich, ja, jetzt sehe ich hier auch mal so 6 Talos und 15 Racks und Death Jester sind aber ganz schön beliebt. Death Jester sind auch ganz schön gut. Also das ist eher so, Sniper sind auch wieder mehr geworden. Ich habe meine rausgeschmissen. Ja. Dann bist du Avantgarde. Ja, weil die, weil man sehr viele Sniper braucht, um gute Space Marine Dudes rauszuschießen. Mhm. Kann übrigens nicht jede Armee um die Ecke schießen mit ihren Snipern. Das ist halt nochmal ist ein bisschen schwieriger, halt, ja, wenn man eine Sichtlinie braucht. Aber also ich glaube, viele Leute, die halt jetzt in letzter Zeit noch nicht auf Turnieren waren, werden sich halt echt umsehen, wenn die Typen mit ihren Sniper-Gewehren ansetzen. Das ist nämlich auch das riesengroße Problem für Astra Militarum, wenn du ohne Transporter spielst, weil deine Company Commander einfach alle tot sind in Runde 1. Kippen alle aus und latschen. Ja. Und das ist richtig brutal. Und da muss man sich halt mega drauf einstellen. Deswegen, also ich finde, habe ja sowieso immer sehr gerne mit vielen Transportern gespielt. Das mache ich ja jetzt bei AdMac. Die müssen halt einfach auch sein. Ja. Also gerade, dass du solche flimsy Charaktere irgendwie geschützt bekommst. Jo. Was haben wir noch? Natürlich die eher infanterielastige Marine-Liste, die immer wieder auftaucht, auch mit Eliminators und Intercessors und so. Und dann wahlweise halt mit Centurions oder Aggressors, also die eher Bell-mäßige Liste, so die eher stark auf Infanterie setzen. Dann gibt's natürlich deine klassische Astra Militarum, 3 Tank Commander und Artillerie-Liste. Dann gibt's ein paar Mal die klassische Necron-Liste, wie man sie kennt und schätzt. Genau, 3 Baguettes, 3 Croissants und dann den Rest dazu. Ja, Chaos Ritter haben wir schon gesprochen. Kustodes befinden sich so ein bisschen irgendwie im Nirgendwo. Die wissen nichts mit sich anzufangen gerade. Nee. Es gibt eine Kustodes-Liste, die quasi pur Kustodes ist. Nee, es gibt sogar 2 pure Kustodes-Listen. Aber da sehe ich halt auch irgendwie nicht. Die ist wirklich nur eine, die andere ist mit Astra Militarum. Mhm. Aber da sehe ich auch nicht, was da irgendwie, wie das funktionieren soll. Da bin ich ganz ehrlich. Also der Nerf auf den Tank hat halt einen wahnsinnig großen Ausschlag gegeben. Ne? Also hier ist einfach zum Beispiel, weil ich Kustodes spiele, deswegen möchte ich es halt einfach auch anbringen. Ich mag die Golden Boys. Mehrfach schon, ja. Ich mag die Golden Boys, die sind cool. Der spielt Shield Captain auf Bike. Dann spielt der Trajan Valoris. Troops, wirklich unfassbarerweise, ein Dreierpaket, Viererpaket, ein Dreierpaket und zwar alle mit einem oder 2 Storm Shields sogar dabei, also um die nochmal fester zu machen, dann die -1 Fahne in Terminator-Rüstung, dann Contemptor Achilles Dreadnought, ein 6er-Paket Bikes und ein Telemon Heavy Dreadnought. Und zack, ist die Liste voll für 2000 Punkte und da ist nix. Nö, das reicht nichts, ne? Und was man jetzt häufiger gesehen hat, ist eher nicht um die Bikes, sondern den Clou mit dem mit der Fahne und einem Terminator-Drop. Das machen relativ viele jetzt oder versuchen das zumindest irgendwie viable zu machen. Das ist auch ein ganz cooler Tag. Also das ist dann in Runde 2, kommen die Terminatoren, die droppen auf 3 Zoll an die Fahne ran und müssen 3 Zoll Abstand zum Gegner halten. Dann können die chargen. Und dann können die chargen, genau. Die mobben halt alles tot. Also die schlagen so einen 10er Infanterieblock halt richtig auseinander, ne? Ja. Ja, sonst, was haben wir? Orks natürlich. Aber also auch Variationen. Ich habe viele Ork-Flieger gesehen. Aber sonst eher das Übliche. Slubber Lobber Chopper. Boys, Shock Attackern, Mechguns. Was mich immer interessiert. Looters. Haben wir noch was? Bisschen mehr Marines, Plaguebearer.
Ja, dann gibt es noch diesen Elder-Flieger-Mix, also Razorwing Jetfighter und Crimson Hunter. Ein paar vereinzelte Tyranniden-Solo, Gene-Stealer-Kult-Solo, das ist halt echt total Matchup-abhängig auch, was die reißen können. Ich habe jetzt gerade gedacht, die richtigen Exoten erkennst du an dem Keyword, was, glaube ich, am wenigsten benutzt wird, Fortification. es sind nur zwei Fortifications bei und ich hätte wirklich damit gerechnet, dass irgendjemand ein Sky Shield Landing Pad mitbringt und da irgendwie seine Repulsoren draufstellt. Ja, und? Macht keiner? Nee. Es gibt nur ein Feculent Gnawmaw von Nurgle und eine Tide Wall von den Tau. Ich finde auch gut, dass niemand Salamander bringt, um dieses Stratagem zu abusen. Ja, das aber das, da war ja irgendwie, ist der, die Regel-Deadline auch bis einen Tag vor das Turnier oder so gesetzt, um davon auszugehen, dass das, um das Salamander FAQ mitzunehmen. Das ist auch sehr, sehr smart, weil diese Regel einfach dazu, also, wir sagen hier häufig, spielt den geilen Scheiß, ja, spielt alles, womit ihr gewinnen wollt, aber ganz ehrlich, ja, ihr könnt auch das spielen, aber wenn die Leute euch dann irgendwas an den Kopf werfen, Eier oder Tomaten, dann seid ihr halt selbst schuld. Da ist halt nichts, das hat halt nichts mit Spielen zu tun. Ja, dann ihr schießt euch da dann durch und das kann auch mal in Ordnung sein, aber glaubt man nicht, dass das irgendjemand geil findet und mit euch noch reden möchte. Ich habe hier noch einen Ausreißer. Die klassische Tau-Auto-Liste. Oh ja. Also warum? Also, Longstrike, Triple Hammerhead, Triple Skyray Gunship, Triple Sunshark Bomber. Die war ja eine Zeit lang auch recht erfolgreich. Dann wieder von der Bildfläche verschwunden. Ich habe das Gefühl, die hat Probleme gegen einen Alpha aus jeder Richtung. Aber wenn die anfängt, dann macht die halt ganz gut Rabatz. Also auf dem Papier ist die halt geil gegen Marines. Auf dem Papier ist die halt schlecht gegen Marines. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ohne den ganzen Retterkrams auf den fetten Autos ist das eine ganz geile Sache. Die haben eine schöne Reichweite, die Tau-Autos. Das ist ja daran, das, woran die Battlesuit-Listen ein bisschen kauen. Dass die da, die, deswegen friemeln ja jetzt momentan auch viele mit Borkan rum, weil die sich die extra Range gegenüber den Marines sichern wollen. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ich habe dagegen getestet und ich glaube, das ist, aber ich habe auch nicht Marines gespielt. Und mir wurde quasi meine längere Reichweite gegenüber Tau weggenommen. Also am Ende ist es halt trotzdem das Ergebnis gewesen, wie man es kennt. Aber zurück zu der Autoliste. Die hat halt einen geilen First Strike. Da kommt richtig Schaden rüber. Aber die fällt auch auseinander. Also erstmal, ich finde es immer, die Liste ist sehr abhängig von Longstrike in vielen Fällen. Gerade wenn der Gegner, und da kommen wir wieder dahin, wenn der Gegner doch nochmal mit Modifikatoren spielt, mit minus 1, dann ist Longstrike wahnsinnig wichtig. Wenn der dann weg ist, dann tut's richtig weh. Ja. Die Autolisten kranken häufig an wenigen Markerlichtern. Das heißt, das ist Ziel, was die sich, das ist eine Liste, die sich gerne ein Ziel aussucht und das unbedingt tot haben will. Nein, die brauchen nicht viele Lichter. Nee, solange Longstrike lebt. Ja. So. Aber die können halt trotzdem nicht gut ihr Feuer aufteilen. Ja. Naja, die wollte ich einfach nochmal ansprechen, weil sie auch herausstrichen. Ansonsten Tau eher Triple Riptide wahlweise mit oder ohne Broadsides. Also ich finde halt die Autoliste, finde ich cool. Ich habe ja schon mehrfach in Aktion gesehen. Ich mag die total gern. Ich finde sie halt in, Die ist so schön skurril, gebaut fürs Meta und gleichzeitig nicht gebaut fürs Meta, weil sie kann das Meta einfach töten, aber sie ist halt selber eine Meta-Bau. So. Und das bringt die Schwierigkeiten mit sich, dass sie halt wirklich von vielen Seiten einfach erschossen werden kann, während sie auch viele andere Listen bedienen kann. Ja. Ich glaube aber, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Dann ist hier noch, also wir müssen jetzt hier gleich mal aufhören, weil das sehr langes Rambling wird, aber eine habe ich noch. Eine geht noch. Die Ant-Mac-Liste mit 33 Breachern, 34 Breachern, 6 Dragoons und 3 von den Scorpius Disintegratoren. Was hältst du davon? Nicht so viel. Ich muss mal gucken. Ich hatte mir die mal angeschaut.
Jetzt müssen wir hier bla 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 bla. Ah, ich kann auch einfach nach Büchern suchen, ne? Ja. Das ist der, ist das nicht irgendwie 10, 11, 11 oder sowas? Ja, genau. Oder 12, 11, 11. 12, 11, 11, ja. Alles als Stygies. Das ist halt einfach, ja, das ist halt eine typische Spam-Liste. Die kann gut gegen Fahrzeuge. Er hat auch noch nicht mal das als Wiedergeburt Detachment genommen. Das ist ja wie Toren wegnehmen oder was. Mhm. Ja. Er kann halt einen Trupp wirklich festmachen pro Runde. Das ist alles immer minus eins. Er wird zusehen, dass er immer den Short Song hat. Ich werde da meine liebe Not mit haben, glaube ich. Ich sehe allerdings nicht, wie das sonderlich viel nach Hause bringt, weil der Output einfach bescheiden ist. Mhm. Du kannst halt irgendwie, die Breacher treffen halt auch immer nur auf die vier, ne? Und ganz ehrlich, gegen Flyer und so wird es dann einfach irgendwie dazu kommen, dass da viel Plink-Damage reingeht, immer mit Heavy-Waffen, und dann fängst du an, deine Dreierhosen dann zu werfen und deine Vierhosen, und dann fängst du an zu verwerfen. Und Dragoons als das wirklich einzige schnelle Element in dem Ganzen, wenn man schon mal gegen Dragoons gespielt hat, dann, oder auch vor allem, wenn man mit Dragoons schon mal gespielt hat, dann weiß man um deren Schwächen und wie man die ausnutzen kann. Ja. Denn das geht viel zu schnell, leider. Move Block. Ja, die kann man sehr, sehr schnell ins Abseits stellen, wo sie dann einfach gar nichts mehr machen. Und von daher glaube ich, dass diese Liste nicht wahnsinnig viel reißen wird. Das kommt aber auf die Matchups an. Allerdings, er hat keinen einzigen Charakter dabei, der Rerolls gibt. Er muss alles über die Gesänge steuern. Er hat noch den Daedalosaurus dabei, damit er plus eins auf BF bekommt. Ja. Und dann zack, sind wir aber auch in dem Bereich von 24 Zoll nur noch, ne? Ja. Ist auch eher ein Kuriosum. Ist eine absolut kuriose Liste. Ich glaube, in gewissen Matchups kann das richtig was reißen. Aber nicht in vielen. Ja, aber jetzt wirkt doch nicht immer mein Abwürgen ab. Ich wollte doch die Sache hier mal zusammenwickeln. Also dann wickel mal. Das ist ein Haufen Listen. Das war ein kursorischer Überblick. Die sind bestimmt auch bald alle online. Das wird auf jeden Fall ein sehr buntes Festival der Liebe. Absurditäten und Liebe. Prophezeiung. Nehmen Marines das Ding mit nach Hause oder nicht? Du sagst ja. Wir haben ein illustres Feld. Topspieler aus UK. Topspieler aus Germany. Mhm. Topspieler aus den Niederlanden. Ja. Und Schweden, glaube ich, auch. Feld ist richtig illust. Ich glaube nur einfach, dass derzeit die Marines einfach das beste Buch haben. Gut. Und die besten Spieler, die dieses Buch benutzen. Ich wette nicht dagegen. Das ist das viel Schlimmere. Die Frage ist eher, wird es eine Flieger- oder eine Infanterieliste? Und da würde ich eher sagen, es wird eine Infanterieliste. Da bin ich auch überhaupt bei Infanterie. Gut, dann haben wir das ja. Hervorragend, da sind wir uns ja einig. Ja. Das ist scheiße, dann wollen wir gar nicht mehr hinfahren, wenn wir nicht gewinnen können. Ja. Trinker! Prost! Läuft. Ja, und dann ist Zeit für... Dann ist jetzt Zeit für Liebe. Nostalgiezeit, dachte ich. Ja, ja. Also so Nostalgiezeit ist weihnachtliches Rückblicken. Also normalerweise bin ich der Weihnachtsgeile, aber wieso redest du jetzt über Weihnachten? Wir haben dann auch. Es ist noch November, aber die Spekulationen stehen schon in den Supermarktregalen. Ich habe schon so viel Contessa gegessen. Voll geil. Nee, keine Ahnung. Wir haben jetzt wie viele? 19 reguläre, also mit dieser 19 reguläre und 3 TTM-Final-Sonderfolgen produziert, in die Welt gehauen, fast stabil an den alle 2 Wochen eine Folge. Ja, fast eher 3, aber hey, wer will's uns denn verübeln? Ja. Manchmal kommt das Leben einfach dazwischen. Und wir versuchen ja auch mit vielen anderen Formaten irgendwie noch weiter Output zu generieren, und auf Social Media und so funktioniert das ja auch. Also ist ja nicht so, als hätte man in der Zwischenzeit nichts von uns. Ja. Also ich hätte fast gesagt, wir sind immer da zum Anfassen, aber angucken reicht auch. No touching. No touching, can't get mad. Ja, fast ein Jahr rum. Was haben wir alles geschafft? Was haben wir alles gemacht? Ja, was haben wir denn erwartet, als wir damit angefangen haben? Was sollte denn das? Sag doch mal.
Naja, also ich war ja die ganze Zeit fickrig darauf, endlich mal einen Podcast zu machen. Einfach um einen Podcast zu machen. Echt? Auch, ja. Weil es in Deutschland einfach, also ich habe halt die Sachen von White Fairy und so und TTM immer gut gefunden. Aber diese sehr spärliche Output in der Frequenz hat mich halt immer total gestört. Und ja, das war eigentlich schon einer der Hauptgründe einfach. Und dass ich mich halt einfach mit diesem Thema liebend gerne auseinandersetze. Es macht einfach Spaß, über 40k zu reden. Es macht genauso viel Spaß, über 40k zu reden, als das zu spielen. Wir reden ja auch viel mehr drüber, als dass wir es spielen. Machen wir uns nichts vor. Und denken viel mehr darüber nach. Und das irgendwie in ein Mikrofon zu sprechen, mit einem Partner an der Seite und so ein bisschen Diskurs zu haben, das ist einfach großartig. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und so, das war die Hoffnung, dass das irgendwie so hinhauen könnte. Ja. Und dass man dann auch in Deutschland auch ein bisschen Community-Arbeit natürlich macht, ne? Es ist ja nicht nur das Reden über das Thema, sondern es ist halt auch ein Dienst an den Menschen, die uns zuhören, worüber wir uns jede Woche oder alle drei Wochen, muss man erstmal schon richtig sagen. Immer mal wieder. Spärlicher Output. Sind wir wahnsinnig stolz darauf zu sehen, wie viele Leute das Ganze anhören. Und naja, die Hoffnung war halt eigentlich genau das, wie es jetzt geworden ist, witzigerweise. Minus einige Dinge, die dazugekommen sind, unbeabsichtigterweise. Ja. Ja, also ich habe mich einfach bequatschen lassen, glaube ich. Ich habe gar nicht so eine richtige Erwartung gehabt. Aber ich habe mich ein bisschen anstecken lassen und letzten Endes ist es ja nichts anderes als irgendwie die Unterhaltung, die wir auf der Fahrt zur Arbeit ohnehin irgendwie gemacht haben, einfach nochmal abends zu führen und ins Mikro zu sprechen. Aber also ich bin ja völlig bei dir. Das habe ich so gar nicht erwartet. Was ich aber in der Rückschau denke, ist, glaube ich, was wir gemacht haben, ist schon so einen kleinen Ort zu schaffen, wo man die Community ein bisschen zusammenbindet. Dass Leute voneinander hören, was sie so erreicht haben, von ihren Listen, von einfach auch diese Nachberichterstattung. Das ist das, was mir immer gefehlt hat. Ne? Wenn ein Turnier war und selbst wenn man selber veranstaltet hat, sobald die letzten Würfel gefallen sind und der Pokal in die Hände gedrückt, war die Kiste gegessen. Ja, packst das Gelände weg und fertig ist. Ja, und eigentlich ist doch da eigentlich der schöne Moment, so dieses auch mal kurz zu gucken, hey, wer ist eigentlich cool? Wer hat eigentlich gewonnen? Ja. Was hat er denn gespielt? Was heißt denn das? So, was haben wir davon? Was können wir auch daraus lernen? Und können wir nicht auch mal diejenigen bejubeln und so ein bisschen den Fame irgendwie in die Republik hauen? Ja. Und das ist, glaube ich, im Nachhinein für mich der größte Effekt, den ich aber so gar nicht erwartet habe. Ich glaube, ich habe gar nicht gedacht, dass wir hier diesen großen Berichterstattungsrundumschlag machen. Das hat sich irgendwie entwickelt. Das ist so ergeben, ja. Ich dachte eigentlich, wir schnacken einfach nur über unsere Listen und Spiele und Turniererfahrungen, aber es stellt sich heraus, man spielt auch gar nicht so viel, also auf Turnieren, also wir jedenfalls nicht, dass man damit immer eine Folge füllen kann. Und es gibt aber auch genügend andere schöne Themen. Und dieser regelmäßige Turnierbericht ist, glaube ich, ein schöner Teil davon. Absolut. Das kommt halt auch wahnsinnig gut an. Und das haben sich die Leute ja auch einfach mal verdient. Es wird wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt in die Armee, in die Gedanken, wie die Liste funktioniert. Und dann muss man am Turniertag on point sein. Und irgendwie ist es immer ein bisschen schade gewesen, dass das Einzige, was man irgendwie mitbekommt, ist, wenn man sich irgendwie fünfmal durchklickt auf T3 zu den Ergebnissen. Und das hat ja auch keiner gemacht. Wann machst du das denn? So hobbymäßig, ja. Also privat einfach mal gucken, wer hat denn jetzt also das, mal ruhig, das, der das hat also da 14. vor drei Bettburger Wochen Scheunenkloppen gewonnen. Ja, nein, habe ich nicht gemacht. So, und aber das haben die Leute eigentlich einfach auch verdient, dass man da dann mal ein bisschen das Spotlight draufsetzt. Und wie du schon sagtest, das war so ja eigentlich nicht geplant, diese Sparte zu besetzen. Das ist irgendwie ein bisschen natürlich mitbekommen. Genauso wie es dann irgendwie zu dem Discord gekommen ist, um einfach auch diesen Austausch nochmal weiter zu pflegen. Das ist dann nicht nur dieses wir sprechen zu euch, sondern jeder kann mit jedem tippen. Und das wird auch ordentlich genutzt. Die Competitive 40k Facebook-Gruppe genauso, obwohl da mehr gelesen und mehr, glaube ich, still genetzwerkt wird, als es jetzt auf dem Discord der Fall ist, wo wirklich viel geredet wird, was toll ist, dass sich die Leute gegenseitig ausfragen. Und das ging ja halt irgendwie immer so weiter, ne? Also man startet irgendwie einen Podcast, man macht eine Facebook-Gruppe, es gibt einen
Discord und auf, und man hat irgendwie immer mal wieder Gäste zum Interview und auf einmal organisiert man halt selber ein Riesenturnier. Ups. Ups. Ja, so. Wir haben ganz schön viel gerissen. Aber vielleicht noch dazu so, dieses viele, viele Sachen. Also, wir haben echt viel ausprobiert. Da und der ganze Streaming-Kram. Genau, also auch mit, Spiele aufnehmen, dann so diese Fast-Forward-Format, was wir irgendwie exklusiv für Patreons machen wollten und dann eine grandiose Folge bisher. Ja. Da ist halt auch so ein Punkt von, man kann echt ganz schön viel wollen. Ja. Wir haben auch echt viel Bock, aber das ist halt ja, es geht gar nicht alles. So, vielleicht sind wir auch da von einem ins andere gestolpert, ohne dass das eine irgendwie rund zu machen oder so, aber ich glaube, das ist auch Teil von Enthusiasmus. Ja, das ist auch ein bisschen Kritik, die wir natürlich irgendwie mit Tacken an uns selber mitnehmen. Wir würden gerne mehr, aber irgendwo macht es natürlich dann auch, es gibt auch noch ein Leben neben dem Ganzen. Und ja, da wie du sagst, irgendwie ein großer Enthusiasmus war dann da, aber dann merkt man dann halt auch irgendwie, die Ideen sind da, die Fähigkeiten sind da, aber es fehlt Zeit und Kraft und dann ist es halt vielleicht dann doch am Stück auch irgendwie noch mal ein bisschen Wille, wo man dann sagt, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, denen ich auch meine Zeit widmen will. Ja, ich bin wirklich überrascht, wie viel Zeit das braucht alles. Also ne, Podcast aufnehmen, mal dahingestellt, da quatschen wir einfach schön, aber die Recherchen vorab, die Post-Production, dann irgendwie das ganze Equipment-Gedöns für Streams, also ein Streamspiel dauert halt, auch wenn man einfach nur das Spiel aufnimmt, trotzdem mit Auf- und Abbau oder zumindest 2 Stunden länger. Das alles Turnier-Orga, hat das Zeit gefressen. Mm. Einfach auch diese internationale Kooperation und so, aber schön investierte Zeit auf jeden Fall. Aber also meine Quintessenz ist halt auch ein bisschen alles angefasst, irgendwie alles auch ganz gut, glaube ich, geworden, aber vielleicht auch ein bisschen für die nächste Saison ein bisschen fokussieren, so die Dinge, die man sich vornimmt, dann halt auch irgendwie machen. Und wenn man eine coole Idee hat, vielleicht die auf Halde legen oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird man es nicht so machen, weil coole Ideen wollen raus. Ja, auf jeden Fall erstmal notieren und drüber nachdenken, wie kann man das Ganze wirklich sinnvoll fühlen und vielleicht dann auch häufiger wiederholen, weil das, was das Wichtige ist, und das ist das auch, was ich am Anfang gesagt hatte, diese gewisse Frequentierung, das ist unfassbar wichtig, wenn es um solche Live von Output geht, ja, sei es jetzt irgendwie beim Podcast, sei es, wenn man YouTuber ist, sei es, wenn man bei Twitch ist. Das Wichtigste ist immer, dass man sich darauf verlassen kann. Diese Personen, die höre ich oder sehe ich jeden Tag oder alle 2 Tage oder jede Woche oder weiß ja gar nicht was. Und das muss konstant kommen. Und oder haben wir fast. Ja, haben wir fast geschafft. Und aber wir sind zuverlässig da. Wir kommen immer zuverlässig wieder. Vielleicht ist es mal kurz 2-3 Tage länger, als man sich das vorstellt. Das ist dann leider so. Aber ansonsten hatten wir jetzt nicht irgendwo ein 6- oder 7-wöchiges Loch, was wir irgendwie hart zu verknusen hätten. Nee. Und so jenseits der Selbstkritik, die muss auch sein. Bin ich ganz schön überwältigt von dem Feedback, das wir bekommen. Das ist großartig, das hilft auch. Absolut. Also Feedback auch in Sachen, ist nicht nur Patreons, da bin ich sowieso völlig baff, ja, dass das überhaupt so läuft. Also danke an alle und ich hätte das im Leben nicht gedacht überhaupt, dass das angenommen wird. Das hilft auch. Einfach auch jetzt für die Streaming-Sachen und so das Equipment anzuschaffen, sonst hätten wir das einfach nicht gemacht. Aber auch das andere Feedback, also das, was wir jetzt auf dem Turnier gehört haben oder auf Turnieren immer wieder angesprochen werden. Hey, cool, dass ihr das macht. Ich habe den ganzen Kram jetzt in 2 Wochen durchgehört oder ja. Also alles. Das freut mich. Das ist schön zu sehen, dass es Leuten gefällt. So schön, dass ihr Listen schickt oder Turnierergebnisse, dass man nicht selber recherchieren muss. Das macht es auch leichter. Absolut. Schön, dass so viele Leute Bock haben, auch auf die Interviews, sich da auch irgendwie die Zeit für nehmen. Mhm. Da geht auch mal vielen Dank an die an RA, klar, wie gerade gesagt, an alle Zuhörer und B natürlich an alle Leute, die uns wirklich dann zum Gespräch bereit standen. Ja. Einen habe ich da noch im Blick, der mehrfach gefailt hat, also Bell.
sieh mal zu, dass du in nächster Zeit mal wieder ein Turnier gewinnst und dann auch mal zum Interview kommst. Aber Bill war jetzt dreimal auf dem Stream. Ja, aber mit uns reden will er ja nicht. Mhm. Ja, danke auch noch an Yannick, der bei der TTM-Finalberichterstattung mit eingesprungen ist, weil das einfach super krass viel war. Ja, ja, ja. Oh, das waren keine guten Tage. Ach, nee, das war echt ein bisschen heftig. Aber na, auch das so zu wissen, da sind halt auch Leute, auf die man zugehen kann, wenn man Wissen braucht, Support braucht, dann läuft das auch cool. Absolut. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir haben wirklich das Glück, dass wir hier vor Ort einfach auch ein paar Leute haben, auf die wir uns wirklich in vielen Bereichen einfach verlassen können. Und das sind dann natürlich nicht nur die Mitzocker, gerade auch bei unserem Turnier haben einfach unsere Damen auch noch wahnsinnig viel geleistet. Jo. Das war auch wahnsinnig wichtig, hat uns auch viel Stress einfach abgenommen. Ne? Man ja, wusste, also okay, mal ganz muss abgesehen nicht, man von muss dem Support. Alles, ja, man muss nicht auf alles achten, ja. Weil da sind noch mehr Menschen, die wissen, was man tun kann. Ja, ich habe noch die Frage, was war deine Favorite-Folge oder Moment oder Interview? Gibt's ein Highlight? Highlight, also das Gespräch mit den Lions-Jungs war ein Highlight, weil das einfach nochmal dieser Moment war, wo man sich wirklich den vollen Hype-Train geholt hat für vor dem Turnier. Das war eine schöne Sache. Wenn ich ganz weit zurückgehe, finde ich, ich glaube, das war in Folge 2, wo wir über 40k Stats geredet haben, ja. Wo das kaum jemand kannte, wo das gerade irgendwie 2 Wochen raus war und wo wir das besprochen haben und das ist jetzt mittlerweile einfach in den USA und fast global einer der wichtigsten Anlaufpunkte. Ja. Was das für Welle geschlagen hat, was der gute Mann für eine Arbeit da reinsteckt und was dahin rauskommt, ja, das konnte natürlich keiner ahnen, aber das finde ich zum Beispiel wahnsinnig witzig. Ja. Einfach, dass man wir haben ein Thema gesucht, da zu der Zeit haben wir noch Themen gesucht. Oh Gott. Und das ist dabei rausgekommen, ne? Das war schon eine richtig geile Sache. Die TTM-Saisonfinals derzeit war ich ein bisschen auf, das war viel auf einmal. Das würde ich heute auch definitiv anders basteln wollen. Ja, ich glaube, was spontan ist, ist das. Wenn ich länger drüber nachdenke, habe ich sicherlich noch das eine oder andere. Ich hatte so den Baltic Cup Hype. Ich glaube, wir haben so 2-3 Folgen uns da so drauf hingehypt. Ja. Die haben richtig Laune gemacht. Also, weil man, ne, da ist man so voll im Meter und voll irgendwie Liste und boah, und da war auch GSC gerade irgendwie voll auf der Welle und dann ging alles und ja, dann konnte ich halt nicht hinfahren. Aber die Folgen fand ich sehr schön, die haben Spaß gemacht. Ja, das stimmt allerdings. Aber das ist halt auch so eine Sache, wenn man so ein großes Turnier irgendwie vor der Nase hat, ne, dass man wird dann irgendwie ganz hibbelig. Ja, ganz hibbelig, ne. Diesmal konnten wir das gar nicht so zelebrieren mit dem Alliance GT nächsten Monat, einfach weil wir unser eigenes Ding die ganze Zeit vor der Nase hatten, wo wir auch hibbelig waren und drauf raufgehypt sind, aber wo wir einfach nicht mitspielen durften. Ja, das übrigens auch noch, bei Dingen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, der Stream. Hat richtig Laune gemacht. War geil. Also jetzt der Major GT. Da wäre ich sogar, glaube ich, das ist sogar wahrscheinlich das Highlight. Also wenn es das nicht selber das Turnier ist, dann ist es den Stream zu haben und gesehen zu haben, was für eine Qualität der Stream hatte, vom Bild her. Mhm. Was für wahnsinnig gute Leute wir auf den Stream hatten, die den auch mitgenommen haben. Es ist ja nicht so, dass die Kommentatoren alleine das ganze Ding da irgendwie gewuppt hätten. Nee, also die Spieler machen den dabei Stream. Und aber dann die Gäste, die wir da auch hatten, das war einfach so ein richtig schöner Durchlauf, es hat einfach Spaß gemacht, ja, da zu sitzen. Und tatsächlich auch so die Resonanz im Chat und so, also dass das geguckt wurde. Ja, und natürlich hatten wir gleichzeitig noch den Vorteil, dass wir wirklich enorm gutes 40k die ganze Zeit vor der Nase bekommen haben, ne? Also, ja, das ist eigentlich eine luxuriöse Situation, ne? Ja, Flachmann mit Whisky und ein 40k-Spiel vor der Nase. So, genau. Und von daher, also da, das kann man gerne mal häufiger machen. Ja. Ja, und so ein bisschen aufnehmen tun wir ja auch noch. Immer mal wieder wird es Videos geben. Wir haben ja auf unserem YouTube-Kanal das ein oder andere drauf. Wir haben alle Sachen vom Alliance Open hochgeladen. Unsere Mädels haben schöne Spielerinterviews geführt. Wir haben die Videos von
den Best Painted Leuten da. Wir haben alle unsere Streaming-Spiele und das kann man sich dann immer und immer wieder geben. Das ist echt cool. Also ich mag da immer wieder reingucken. Das ist eine schöne Sache. Jo. Genau. Haben wir noch Zahlen, Daten, Fakten oder sowas? Zahlen, Daten, Fakten. Was möchtest du wissen? Ja, ein paar Statistiken, sagst du, oder was? Ja, das ist ja auch mal was. Ich glaube, wir haben mittlerweile irgendwie, weiß nicht, 350 YouTube-Folger. Ich weiß nicht, das ist auch mehr, als ich gedacht hätte. Das ist, wir müssen uns ja mal vor Augen führen, was für ein Nischenthema das ist. Das ist das, was ich sehe. Du hast ja noch hier diese ganzen Podcast-Sachen. Ich sehe nur die YouTube-Klicks und so. Das finde ich immer ganz, ganz erstaunlich. Was ich mir angeguckt habe letztes Mal, die Spielzeit, also die wiedergegebenen Minuten. Hm. Ich glaube, es war innerhalb eines Monats halt irgendwie 37.000 Minuten. Ja, wir haben auch. Den Leute das geguckt haben, das finde ich völlig irre. Was halt total krass ist, ist, dass wir durch das Streaming auf Twitch halt jetzt wirklich zum Affiliate geworden sind, weil wir einfach die ganzen Zahlen da geknackt haben, ne? Das ist halt schon. Mit dem ersten Stream. Ja, das ist halt schon richtig cool. Dann auch nochmal vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. Da waren auch echt einige Leute gefühlt irgendwie 12 Stunden am Streaming gucken. Das war ziemlich geil. Ja, Fred, glaube ich. Fred, ja, und einer von ein Holländer auch, der auch gespendet hat, soweit ich weiß. So, wenn ich mir das hier jetzt Ganze irgendwie so angucke, dann schauen wir mal, haben wir im 1.1.2019, das ist das falsche Jahr hier, mal das hier verwenden. Ja, doch, die Anzeige ist einfach nur schlecht. Wir haben auf jeden Fall so 12.000 Downloads gehabt. Ein bisschen über 12.000. Insgesamt. An Podcast. Das finde ich auch eher viel. Das sind auch nur die Downloads. Das sind nicht Streams. Ja, aber es sind halt Bots oder sowas, oder? Ja, irgendjemand von euch macht auf jeden Fall hier irgendeinen Bot-Kram. Ja. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Also das ist zum Beispiel eine Zahl. Das ist schon richtig heftig. Aber das sieht man auch jedes Mal, wenn irgendwie gerade eine frische Folge draußen ist, dann gibt es auch erstmal einen richtigen Schlag nach oben. Das ist cool. Wir haben noch nicht viele Ratings auf unserer Facebook-Seite oder so, aber die Ratings, die wir haben, die sind durchweg positiv. Und das freut uns natürlich auch. Schön. Ich weiß nicht, wie es bei iTunes ist, denn ich bin ein armer Mensch und besitze leider nichts vom Apfel. Bedauerlich. Ja. Kann ja jemand vielleicht mal Bescheid sagen, wie es da aussieht. Ja, das hier, eventuell dürfen wir da auch selber drauf gucken, aber ich wollte das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja. Nee, genau. Das ist auch schon ziemlich cool. Also wie viele Leute wir erreichen, wie offensichtlicherweise treu ja auch die Zuhörer sind, das ist schon toll. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Ja, was bleibt irgendwie da, ist eigentlich ja noch sowas wie die Einladung zu Feedback, genau. Wünsche, wir haben schon mal den Wunsch gehört, so Codex-Reviews und so, das machen wir, glaube ich, eher nicht. Das machen wir so mit nebenbei, aber nicht jetzt so das Buch durchblättern und Einheiten für Einheiten Review machen, sondern eher so gucken, was ist der Impact aufs Meta oder so. Das wird schon passieren. Das passiert halt, ja auch nebenbei, aber nicht. Das wäre halt auch viel verschenkte Luft irgendwo, ne? Muss man halt sagen, weil das auch wenn man halt jetzt, auch also ich meine, wir könnten ja halt jetzt irgendwie die 120 Seiten Psychic Awakening durchblättern oder wir sagen halt in 2 Minuten, ja, da ist nichts Geiles drin, was irgendwie auf Dauer das Meta beeinflussen wird. Da sind halt nur 2-3 Buffs drin. So. Und wir sind jetzt echt nicht die Leute, die irgendeine Einheit rauspicken und euch dann erzählen, wie man die mega krass geil spielen kann mit der und der Craft World und dem Relikt und so. Das können wir euch erzählen, wie das in unserer eigenen Armee ist und dann selbst, dann machen wir das nur beiläufig. Ja, ich glaube, das ist auch klar geworden übers Jahr. Wir spielen halt die Armeen, die wir spielen und über die können wir auch ganz gut reden und alles andere ist halt so, kennt man halt als Gegner. Oder wir holen uns halt Interviewpartner. Genau. Das hat ja auch immer ganz gut funktioniert. Und das wird sich auch nicht viel ändern, glaube ich. Also ich werde kein Allrounder sein und jede Armee irgendwie in- und auswendig kennen. Dafür fehlt dann auch irgendwie die Zeit. Ich glaube auch einfach, es ist damit geholfen, wenn wir über das reden, wo wir Ahnung von haben und bei einem anderen auch sagen, dass wir keine Ahnung haben. So ehrlich darf man ruhig sein, ja. Ja, wo war ich eigentlich? Verbesserungsvorschläge, genau. Immer her damit. Wünsche, Anregungen, Themen, Formate, Ideen,
Wir haben auch so kleine Sachen, wenn wir unsere Shoutouts über Facebook machen unter der Woche, dass man da halt die nicht nur die Leute nennt, die da irgendwie gewonnen haben, sondern auch deren Armee, nicht die ganze Armee, sondern nur die Armee. Also solche Kleinigkeiten, wenn euch irgendwas auffällt, sagt Bescheid. Wir überlegen uns dann, ob wir das aufnehmen oder das einfach ignorieren. Ja. Die beiden, nur es gibt nur die beiden Optionen. Ja. Und ansonsten denke ich, überlegen wir einfach mal über das Jahr und über den Jahreswechsel, was wir mit all den Formaten, die wir jetzt, Formatfässern, die wir aufgemacht haben, machen. Ja, was wir davon sinnvoll weiterverfolgen und so, aber davon werdet ihr bestimmt hören. Absolut. Jo, das war schön. Ich hoffe, ihr habt euch da jetzt nicht zu sehr gelangweilt, wie wir uns irgendwie auch ein bisschen Selbstbeweihräuchern, aber das haben wir uns auch ein bisschen was verdient. Und sagte Alter. Sag ich einfach, genau. Um das nochmal weiterzuführen, ja, dass wir das verdient haben. Genau. So, in welche Richtung wollen wir jetzt gehen? Wenn wir noch gerade bei uns sind, nee, wir machen. Machen wir erstmal hier Schluss und dann gehen wir kurz auf das. Ja. Und dann haben wir noch ein, zwei nette Worte an andere Personen zu sagen. Ja, machen wir direkt weiter. Oder soll ich ausmachen? Nee, wir machen direkt weiter und dann reden wir kurz über das Incoming TTM-Finale. Am 15.12. 14., 15.12. Ja. Also beide Tage, das ist jetzt kein Entweder-Oder. 14. 15. genau. Das ist so richtig vorweihnachtlich. Genau, da sind die Regeln mir entgegengetragen worden und werden auch diese Woche noch veröffentlicht. Das ganze Ding wird ablaufen unter dem Regelsystem unfassbarerweise 2000 Punkte und eine 12er Matrix. 12er Matrix ist wichtig zu sagen, weil TTM ja mehrere Matrizen hat. Das Ganze wird 3 Spiele Gruppenphase am Samstag und 2 Spiele in der K.O.-Runde am Sonntag haben. Und was ganz interessant ist, dass man sich für ein festes Tischlayout entschieden hat. Für alle 5 Spiele. Großen Ruinen werden dann komplett symmetrisch sein und der Rest so leicht asymmetrisch. Es wird so, wenn ich das richtig gesehen habe, wird es immer mehrere Geländeteile geben, wo man Riptides, Knights und weiß der Geier nicht was hinter verstecken kann. Okay, also richtig große. Mit 6 bis 9 Zoll breiten Wänden, mehrere Etagen. Ja, okay. Und dann wird es kleinere Ruinen geben, 3 bis 5 Zoll breite Wänden, maximal 1 Etage, sodass Scouts und Rhinos und so da drin stehen. Und dann wird es noch ein bisschen Wälder geben und ein bisschen Krater geben. Aber auch vor allem wird es halt symmetrisch sein. Mhm. Interessanter Ansatz. Da bin ich sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Das ist ja schon ein krasser Schritt. Das ist ein krasser Schritt. Das ist ein krasser Schritt zum Streamlinen. Das ja, ist ein krasser Schritt zum Listenbau beeinflussen. Ja. Von daher, also da bin ich wirklich gespannt. Ich bin, was festes Gelände angeht, bin ich on the fence, ehrlich gesagt. Ich weiß es noch nicht, ob ich das geil finde oder schlecht finde. Ich finde die Idee, festes Gelände Muster zu haben, gut. Also sagen, es müssen immer X große und Y mittelgroße und so und am besten muss man so eine Richtlinie haben wie, keine Ahnung, mein Beispiel ist immer, den Schwarmlord muss ich in jeder Deployment-Zone verstecken können. Ja. So, sonst ist das eine scheiß Map. Ja. So, für mich, aber glaube ich auch fürs Spiel. Aber ich würde nicht jedem Geländestück seinen Platz zuweisen, glaube ich. Das wiederum, das finde ich langweilig. Das habe ich mal beim London GT gesehen. Da sah jede Map gleich aus. Die Leute haben sich voll drauf eingestellt. Die Map hat bestimmte Dinge bevorteilt und bestimmte Dinge benachteilt. Die war gut und ausgeglichen und symmetrisch. Und trotzdem konntest du da Dinge mitmachen. Aber hier wird ja auch gesagt, hier gibt es noch eine gewisse Weise eine Asymmetrie mit drin. Ja. Das heißt also, es ist nicht egal, wo du aufstellst mit deiner Armee. Nee, genau. Das ist gut. Aber ich bin da ganz bei dir. Es bräuchte mehrere Layouts. Ich bin gespannt, wie das hier funktioniert, eben weil ich die Asymmetrie auch sehe. Das ist, wie sich das dann am Ende verhält. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das kann eine coole Geschichte werden. Hätte ich die Map jetzt noch nicht gesehen, wäre ich erstmal, glaube ich, auch eher im negativen Bereich. Ich finde die Idee, gewisse Map-Layouts zu haben, gut, weil das weiter weg von Random-Faktoren geht, zuspitzt zum Skill. Da bin ich immer ein Freund von, wenn es beim kompetitiven Spiel ist.
Aber genau wie du sagst, wenn du ein Map-Layout hast, dann stellt sich jeder darauf ein und dann wird sehr, sehr schnell sehr trocken und langweilig. Ja. Jetzt muss ich die ketzerische Frage stellen, ob man, wenn man so ein festes Tischlayout hat, nicht eigentlich auch feste Marker bräuchte. Ich weiß, es gibt diese Philosophie von, das ist Teil des Spiels und es ist ein Skill, irgendwie Marker zu legen und so, und das ist sicherlich auch irgendwie so. Ich bin ja der Meinung, auf dem TTM-Finale ist es wahrscheinlich kein Skill mehr, weil alles beherrschen. Also ich bin kein Fan von Markerlegungskrams. Ich finde es gut, wenn es vorgesehen ist, dass die irgendwo liegen, weil ich der Meinung bin, dass die guten Leute das eh und je beherrschen. Den einzigen Unterschied, den es macht, ist, wenn du einen schwächeren Spieler damit foppen kannst. Jemanden, den du eh besiegen würdest. Ja. Und von daher, und es kommt halt wirklich häufig dann irgendwie gerne zu Situationen, wo man einen anderen dann doch ein bisschen an Hintern packen will. Weil man das Ding dann halt irgendwie in den Baum friemelt oder weiß der Geier nicht was. Und da gibt es ja auch den größten Blödsinn. Von daher finde ich das schon vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, feste Markerplatzierung mit einer und 5-6 verschiedene Map-Layouts, gerne asymmetrisch, das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Du kannst dich dann am Ende kannst du dann so, ist so ein bisschen so ein eigener Coinflip für dich selber. Stelle ich mich jetzt auch, sag ich mal, drei Maps ein oder spiele ich halt vollkommen unabhängig meine Liste oder bau die. Ja. Und ich glaube, das ist so eine gute Sache. Wenn du nur ein Map-Layout hast, dann bedeutet das, dass die Leute ganz leicht planen. Du kannst es halt planen, das ist langweilig. Und alles andere, wenn du je mehr Layouts du reinbringst, dann hast du einen gewissen Fairnessgrad dabei. Dann können die Leute einfach was erwarten und wissen, okay, auf allen Maps kriege ich es zumindest hin, diese eine Einheit zu verstecken und den Rest, der wird sich dann im Spiel entwickeln. Ja. Und das ist schon gut. Weil was nämlich auch scheiße ist, ist, wenn du irgendwo auf ein Turnier fährst und dann erstmal ist bei dir in der Aufstellung dann einfach mal Planet Bowling Ball. Ja, und du hast die Pyramide in der Mitte. Und du hast dafür hast du drei Krater in deiner Aufstellungszone. Ja, danke. Ja. Ja, nee, es ist genau richtig. Und es wird sicherlich hier freie Markerplatzierung sein. Ich finde, für ein Finalspiel, für ein Finalturnier ist eine Map auch völlig in Ordnung. Absolut. Ja, finde ich auch. Gut, weiter. Ja. Oder war es das schon? Nee, das waren die normale Regeln, ne? Das ist Tischlayout. Und jetzt sagst du mir noch kurz, wer denn derzeit alles mit am Start sein wird. Und dann freuen wir uns. Ich hatte irgendwo auch mal eine bessere Ansicht davon. Ich glaube, der Panzer Mike hat das mal irgendwo auch ganz hübsch dargestellt. Lass mich doch mal gucken. Während du suchst, kann ich zumindest ja schon mal erzählen, dass wir das Ganze ja auch streamen werden. Wir haben das ja schon mal gesagt, aber ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir das auch live übertragen werden auf unserem wundervollen Twitch-Kanal. Und da wird es dann definitiv die Möglichkeit geben, auch mal unsere cool neuen Emojis und weiß der Geier nicht was auszuprobieren. Da werden wir dann nämlich dann noch ein bisschen konfigurieren müssen. Wie gesagt, wir sind ja jetzt Twitch Affiliate. Das heißt, wir haben so die ein oder andere so coole Sache für die Zuschauer parat. Auf die Spielereien bin ich sehr gespannt. Da muss man sich dann im Vorfeld ein bisschen beschäftigen. Aber das wird, glaube ich, auch eine ganz coole Sache. Da kann man sich nicht nur auf Top-Qualität in dem großen Fenster freuen, sondern auch in einem kleinen Rex daneben. Wow. Ich habe jetzt die Dinge gefunden, die ich gesucht habe. Hervorragend, erzähl. Ja, also es gibt ja 12 Qualifizierte, also es ist ein 12-Mann-Turnier, das ist das Finale. Und dabei sind die 4 Gewinner der Grand Tournaments. Das ist einmal der Michael Wiesoy, der hat den Baltic Cup gewonnen. Simon Oerding hat Worms gewonnen, Bell hat Prag gewonnen und Sascha Rossol hat in Dachau gewonnen, glaube ich. Anders kann es nicht sein. So, und dann haben wir die weiteren Punkte. Von Glauben zu anders kann es nicht sein, komm, das ist der Geschwindigkeit. Ich glaube, es muss so sein. Das sind 4 und dann bleiben noch 8. Die dann nach Punkten qualifiziert sind. Das ist der Philipp Filsen, der Tauschspieler. Dann die E-Haube auf der 3 punktemäßig, der Nikolaus Berg auf der 5 punktemäßig, Thomas Brutscher aus Hamburg auf der 6, Matthias Bellmann auf der 8, Harald Hoffmann, glaube ich, Loki Stahl
auf der 9, Fred auf der 10, Mike, Panzer Mike auf der 11, Christian Schawatz ist noch drin auf der 12 und jetzt also 3 GT-Gewinner dabei, das heißt noch 3 weitere Plätze, richtig? Ja. Sebastian Müller, TSL, dann Fritz und der ist schon tatsächlich Jonas. Der Jonas Trittin noch. Ja, cool. Stimmt das? Waren das nicht zu viele? Nö, ja, also ja, klar waren das, das waren viele. Also das waren ja jetzt 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das passt doch nicht. Wo ist denn der Cut-Off-Point? Die GT-Gewinner sind sicher, das heißt 3 Stück, das heißt eigentlich kommen nur noch. Naja, 9, das Ding ist jetzt, dass halt alle. Die neun Bestplatzierten weiter, ja. Das Ding ist halt, dass die jetzt irgendwie alle auch schon unter den Leuten sind, die oben mit dabei sind. Ja, oh Gott, ich habe einen Gehirndreher. GT-Gewinner ganz sicher dabei. Ja. 3 davon in den Top 12. Das heißt, 9 weitere, also 4 sind fest, 8 weitere Spieler, 3 sind in den Top 12. Ja, es wird ja aufgefüllt, ne? Also man hat 9. Michael, Simon, Manuel und 2, 3, Sascha 4, dabei. So. 6, 7, und dann, das 8, sind 4 und 9. Dann hat man 8 weitere, weiß, Philipp, ja, Matthias, Nikolas, Thomas, Matthias, Harald, Fred und Mike. Genau, ja. Und Christian ist knapp nicht mehr drin. Genau. Ja. So. Ja, so sieht das doch aus. Ja. Wie du gesagt hast. Wie ich gesagt habe, sind Christian, Sebastian und Fritz nicht dabei und Jonas auch nicht. Schade, Schokolade. Weil es nämlich keine 16 Spieler gibt. So. Meine Güte, ey, Mathe. Ja, das wird gut. Das also alltägliche Problem. Da sind schöne Implisten dabei, Taulisten dabei, Custodes vielleicht, mal sehen. Orks, Marines werden wir viel sehen. Ritters, das wird gut. Das wird auf jeden Fall gut und ihr werdet unsere samtig weichen Stimmen hören. Das wird auch gut. So, das dazu und damit haben wir es fast, wie ihr vielleicht am Anfang schon gemerkt hattet, gab es da keinerlei Shoutouts und Werbung und dies und das. Wir dachten, dieses Mal schieben wir es einfach mal ans Ende. Einfach mal als krönenden Abschluss noch mal ein bisschen Werbung machen. Genau. So, ja, einzig und aber artig. Shoutout geht raus an unseren lieben Ehaube, der hat nämlich auch nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen und uns nochmal den einen oder anderen Monat Serverkapazitäten bezahlt. Ganz, Ehrenhaube. Ganz lieb. Danke, Ehrenhaube. Hut ab, Hut wieder auf. Und ein weiterer Shoutout geht an den Patrick Philipp. Auch da ist ein neuer 10€ Patreon. Der hat ganz offen zugegeben, dass er eiskalt nach einem halben Jahr einen Sackwürfel von uns haben will und deswegen jetzt hier schön den dicken Patreon rauskloppt. Finde ich super. Hut ab. Hut ab, denn und Patrick hat ja auch gerade erst in Mannheim auch das Turnier gewonnen. Voll Word. Gut. Vielen Dank, dass du mit dabei bist und in einem halben Jahr kriegst Post, ne? Gute Sache. Ein Shoutout, den wir vorhin in unserer Lobhudelei nicht gemacht haben, möchte ich noch nachlegen und zwar an den lieben Konje. Der hat viel Arbeit nebenher auch geleistet und hat jetzt nochmal wieder einen Artikel veröffentlicht, der auch bei frontlinegaming.org über unser Turnier zu lesen ist. Das ist eine coole Sache. Check ja. Den aus. Conny, auch vielen Dank an dich für die Arbeit, die du geleistet hast mit uns. Macht wahnsinnig Spaß mit dir. Und jetzt kommen wir zu der Werbung. Was haben wir alles? Hört unseren Podcast. Das macht ihr ja offensichtlich gerade oder habt ihr die letzten 30 Stunden. Gibt uns gerne ein Rating auf iTunes und auf Facebook. Dann wäre es toll, wenn ihr auf unsere Facebook Competitive Seite kommt und da ein bisschen quatscht. Oder wenn ihr auf den Discord kommt. Ihr könnt sogar beides machen, wenn ihr wollt. Links gibt es beide auf unserer Facebook-Seite fb.me/targetpriority40k. Dann habt ihr gerade gehört, dass wir ein bisschen Geld bekommen haben? Wenn ihr meintet, dass das heute schön war und dass es sich gelohnt hat und dass ihr dafür 1, 2 oder sogar noch mehr Euros spenden wollen würdet, dann könnt ihr das gerne machen auf unserer Patreon-Seite patreon.com/targetpriority40k. Wir haben da 3 Tiers quasi, 2, 5 und 10€, wobei 2 und 5
eigentlich einfach so fürs nette Supporten ist und 10 gibt euch dann am Ende, ihr bekommt natürlich jedes Mal, ihr bekommt euren Shoutout und bei 10, wenn ihr das über ein halbes Jahr macht, dann kriegt ihr unsere super geilen limitierten 40k Würfel, die gibt es auch nur auf diesem Weg. Ja. Ja. Und auf keinem anderen. So, nee, außer man spielt vielleicht gegen uns, dann kann man eine Geisel nehmen. Das sollte man aber dann schon sehr elegant anstellen. Ja, ich habe noch eins, was man ja auch machen kann. Man kann es auch seinen Freunden sagen. Ja, man kann auch seinen Freunden. Ja, redet mal mit euren Freunden, auch wenn die gar kein 40k spielen oder keine Freunde habt. Ja, das ist natürlich dann doof. Aber ihr seid ja im Internet zugegen. Von daher auch gerne mal einfach in eure Signatur. Einfach direkt den Patreon-Link auch. Nein, ich meine gar nicht den Patreon-Link, aber vom Podcast erzählen. Ach so, auch mehr Leute erreichen und so. Ja, auch da. Also gerne auch mal bei Oma und Opa auf den Sonntag. Einfach mal bei Kaffee und Kuchen. Einfach mal Handy auf den Tisch und über so einen richtig plärrenden Lautsprecher einfach mal unsere Stimmen raushauen. Über das Schmatzen der Despoten vom Bienenstich. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Das könnte eine gute Sache sein. Und wir haben noch einen YouTube-Kanal, das wisst ihr. Wir haben einen Twitch-Kanal, das wisst ihr. Wir haben auch noch einen Coffee-Link, falls ihr das machen wollt. Aber all das vollkommen egal. Voll gut, dass ihr so lange dabei seid. Wir hatten eine tolle erste Staffel mit euch. Wir freuen uns auf die zweite. Bleibt uns treu, gebt uns Feedback, sprecht uns an, wenn ihr uns seht. Wir haben Spaß mit euch. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns und dass es noch ein bisschen so weitergeht. Soll ich noch was sagen? Sag's auch gerne nochmal. Oder war das Schluss? Nee, gut. Schlusswort geht gerne an dich, weil ich fange ja immer an. Ich wollte gar nichts mehr sagen. Ja, dann. Schade. Ja. Na gut, dann ist es halt peinliches Schweigen. Ja. Warte. Ja. Tschüss.